Woche. So, aber da kommt erstmal YouTube dazu. Hallo, liebe YouTube-Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Planet Zoo. Wir sind hier wieder versammelt an diesem wunderbaren Freitagmorgen in unserem Cozy Morning. Der Twitch-Chat ist natürlich, so, natürlich, wie immer, auch am Start. Falls ihr mal dabei sein wollt, kommt gerne vorbei. twitch.tv/zumfinity_Nina, da findet ihr mich und diese wunderbaren Menschen. Durchfall hat man eigentlich nur, wenn man was Falsches gegessen hat. Guck mal, wie toll meine Mods sind. Guck mal, wie schnell die sind. Kannst du keinem erzählen. Also, herzlich willkommen auf jeden Fall zu einer neuen Folge hier. Ich freue mich sehr. Wir haben beim letzten Mal ein Erdferkelgehege angefangen. Hatten jetzt gerade wieder eine Stunde 47 schöne Gespräche. Wir haben Videos geguckt und es war einfach nur toll. Also, falls ihr auch mal dabei sein wollt, kommt gerne vorbei. Genau. Und jetzt spielen wir Planet Zoo. Ohne Durchfall, hoffentlich. Ne? Und Mimi, hallöchen, schön, dass du da bist. Genau, das hier ist das Häuschen, was wir beim letzten Mal gebaut haben. Finde ich jetzt eigentlich ganz cool. Und das ist wieder so, ne? Beim letzten Mal habe ich noch so gedacht, ja, mal gucken. Aber jetzt, wo ich das so sehe, finde ich den Grundriss eigentlich schon ganz gut. Wir hatten ja hier das Stachelschweingehege gemacht. Also hier sind die Stachelschweinchen drin. Und dann haben wir gedacht, dass wir jetzt hier neben dann noch ein paar Erdferkel einziehen lassen. Finde ich sehr, sehr cool. Genau. Und das ist jetzt so der Plan. Das Häuschen haben wir dann halt jetzt schon so gut wie fertig gemacht. Ich würde mal hier jetzt noch so ein bisschen den Boden gerader machen, damit das Haus nicht so da drin steht. Zack, zack, zack. So ein bisschen ist ja okay. Ist das Dach, ist es gewollt, dass das eine Dach heller ist oder ist es verbuggt? Ich glaube, das ist das Licht. Also, das ist, glaube ich, nicht heller. Oder habe ich da die Farbe geändert? Wait. Huch. Es war ein Bug. Fang jetzt auch den 100. Zoo an. Kann mich nie entscheiden, in welchem Modus. Sandbox fehlt mir das wirtschaftlich einfach. Aber das kannst du alles einstellen, ne? Du kannst alles in den Einstellungen bei Sandbox, also hier wird mir das jetzt, glaube ich, gar nicht angezeigt. Aber bei Sandbox hast du hier ganz viele Möglichkeiten und kannst die Sachen alle einstellen. Das Einzige, was dann nicht... Yes, eine Sekunde, the bot. Das Einzige, was du dann nicht machen kannst, ist halt die Tiere von anderen Zoos kaufen. Also da kannst du das halt nur von dem... von dem Spiel selber. So, ist an! Zack. Hast du Reich der Sieben Höfe schon gelesen? Nee, habe ich noch nicht gelesen, beziehungsweise nur zur Hälfte. Und dann hatte ich eine riesen Leseflaute. Möchte ich aber auf jeden Fall noch lesen. Aber ich komme im Moment einfach nicht zum Lesen. Es ist einfach... Irgendwie ist momentan so viel los, dass ich es einfach nicht schaffe. Aber ist ja auch nicht schlimm. Aber, das, was ich gelesen habe, fand ich auf jeden Fall super gut. Hani, ganz viel Spaß beim Klettern. Und Black Ghoul, hallöchen. Hab mir gestern eine Good Girls Guide to Murder gekauft, bin mal gespannt. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich glaube, das Problem ist immer, wenn Bücher jetzt schon so viel Hype bekommen haben, sag ich mal, dann kann man fast nur enttäuscht werden. Also, weiß ich nicht. Es ist, also, das habe ich jetzt immer wieder gesehen, dass dann halt viele ihre Erwartungen zu hoch schrauben, wisst ihr? Das Problem hatte ich ja auch so ein bisschen bei Fourth Wing. Ich glaube, dass es bei Good Girls Guide to Murder auch bei vielen so ist. Planet Coaster habe ich auch schon mal gespielt, ja. Habe ich noch bevor. Das zweimal bauen. Was meinst du, Pia? Oder war das, was Josi jetzt geändert hat? Hab ich, okay. Thank you! Thank you very much. Hab Throne of Glass angefangen und es holt mich gar nicht ab, will es aber durchziehen, lese aber dadurch halt kaum noch. Ich habe ja auch den ersten Band gelesen und fand ihn auch nicht so gut, aber alle sagen ja, dass es hinterher noch richtig gut wird.
Deswegen irgendwann werde ich mich da auch nochmal dran wagen, weil ich habe den ersten und den zweiten halt auch zu Hause. Josh hat das schon gemacht. Oh mein Gott. Josi, kannst du bitte jetzt immer Josh sein? Das finde ich ja ganz toll. Mit Josh gehe ich jetzt Eis essen. Oh mein Gott, Josi. Das ist es jetzt. Da kommst du nicht mehr raus. Du bist jetzt Josh. Ist mir egal, ob du das nicht willst. Ach, toll. Genau, Pia Galopp und mit Josh. Ach, mein Gott. So, jetzt aber mal Rambazamba. Ich will, dass wir das heute hier noch richtig schön hinkriegen. Ich überlege gerade, wie ich gerne den Zaun machen würde. Such mir eine andere Community. Okay, tschüss. Och, dieser Ort wäre wirklich trauriger ohne die Josi. Muss ich ehrlich sagen. Einmal alle die Josi loben, bitte. Damit sie auch hier bleibt. Josh, Mann. Ach, Mann, schön. Liest du auch Romanzen oder mehr Fantasy? Ich bin einmal... Also, Check and Mate hat mir letztens wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil es eben nicht so Romance-lastig war. Und ich mag auch mal so eine süße Lost... Ach, das ist ja ein toller Zaun. Ich mag auch mal so eine süße Love-Story, aber ich bin einfach nicht so die Love-Story-Maus. Merke ich immer wieder. Mir geht das eher auf den Keks. Weil es halt irgendwie auch gefühlt immer das Gleiche ist. So, ja, zwei verlieben sich und dann ist alles ganz toll und dann passiert irgendwas und dann hassen sie sich und dann finden sie doch irgendwie wieder zueinander. Also, ja, guck mal, auch süß. Für die Jösen. Für unseren Josh. Ah. Das ist ein cooler Zaun, oder? Kann man da die Farben... Oh, kann man... Nur so ein bisschen? So ein... Achso, das ist das Seil. Okay. Scheibi, danke für dein Look. Nina hört lieber die Hörbücher von Colleen Hoover. Hör mir auf, ey. Also, Layla hat mich wirklich nachhaltig geschädigt. Nee, aber die anderen fand ich gut. Aber auch da, die Bücher von Colleen Hoover haben halt einen viel zu krassen Hype bekommen, weil das sind richtig, richtig tolle Bücher. Aber wenn man halt denkt, boah, das wird das krasseste Buch ever, wenn man mit dieser Erwartungshaltung halt schon rangeht, dann kann man halt nur enttäuscht werden so. Deswegen lese ich eigentlich kaum noch so Bücher, die so richtig krass im Hype sind. Sondern lese halt immer so das, was mir gerade so in den Kram passt. Beziehungsweise, die ich halt vor ein paar Jahren immer auf BookTube gesehen habe. Zum Beispiel Strange the Dreamer. Ich finde diesen Namen so schwer. War halt vor Jahren auf BookTube voll groß. Und da haben alle drüber geredet. Und dann habe ich aber nicht so eine große Erwartungshaltung, wie wenn das jetzt auf TikTok oder so gehypt wäre. Wisst ihr, wie ich das meine? Also für mich ist einfach so super schwierig, wenn Sachen gehypt sind. Weil dann ist meine Erwartungshaltung einfach immer so komisch. Ich war auch schon mal in José, erinnerst du? Nee. Boah, das weiß ich nicht mehr, Josi. Wie war das noch? Ich vermeide es inzwischen auch, den Klappentext von Büchern zu lesen, weil ich es liebe, komplett blind reinzugehen, mich drauf einzulassen. Ja, same. Und vor allem, das habe ich halt damals bei den Colleen Hoover Büchern auch immer so gemacht, ihre Bücher haben ja immer einen Plot-Twist gehabt. Also ich weiß nicht, wie es jetzt bei den neueren ist, aber früher war das halt so, dass die immer irgendwie noch was Besonderes hatten. Ne? Das ist halt immer, keine Ahnung, bei Maybe Someday zum Beispiel war ja, glaube ich, konnte er nicht sprechen. Oder so, ich weiß es nicht mehr. Und das hat das dann halt wiederum voll interessant gemacht. Dann war es halt keine normale Love Story. Aber ich wollte das halt zum Beispiel auch nicht vorher wissen. Ich wollte das halt, also ich war froh, dass es halt dann immer nicht auf dem Klappentext draufsteht. Und deswegen wusste ich immer, ja, irgendwas wird mich schon noch. Also und deswegen habe ich ja bei Nur noch ein einziges Mal mir so gedacht, boah, ich finde die Love Story so schrecklich, weil ich ihn halt auch voll unsympathisch fand und gar nicht toll. Und dann kam ja nochmal der Turn. Den Trend zu hassen ist auch nur ein Trend. Ach, Lukas, weißt du,
Manchmal. Nee, es geht mir da einfach nur drum, dass ich dann einen anderen Anspruch an das habe, was ich lese. Wie heißt das Buch nochmal, wo die Sprecherin eben die Hörbuchsprecherin war von Ophelia Scale? Und das ist zum Beispiel auch so der Fall. Ich liebe diese Reihe. Und viele aus der Community ja auch. Und jetzt denken halt dann viele so, oh mein Gott, das muss ja so krass sein. Wenn man jetzt aber zum Beispiel dann keine Dystopien mag, weiß ich nicht, ob man auf seine Kosten dann so kommen wird und so. Also ich finde das halt immer super schwierig, wenn viele Leute sagen, dass etwas richtig gut ist. Weil dann, weiß ich nicht, steigert man sich da irgendwie so krass rein und ja, schwierig. Also zumindest für mich. Jussi, mach's gut. Schön, dass du da bist. Ein Pinguin im alten Zoo. Weiß nicht mehr, welcher von den hunderten. Bei dieser Beach, ne? Bei dem, wie heißt es? Wie ist das nochmal? Tropia oder so? War das da? Hatte die eigentlich Stachelschweine in den Zoo gemacht? Yes, die wohnen hier nebenan. Schau mal, das ist das Stachelschweingehege geworden. Bin ich auch echt super happy mit. Am Anfang dachte ich noch so, mal gucken, was das wird. Aber jetzt finde ich es sehr, sehr cool. Und hier sind unsere kleinen Stachelschweinchen. War doch auch nur ein Songzitat. Ja, aber... nervt. Ich sag das ja selber manchmal, dass es halt so voll Pick-me von mir ist, aber es ist halt einfach so. Ich mag das halt einfach nicht, wenn Sachen so krass overhyped sind. Also dann bin ich direkt automatisch so, ob das wirklich so gut ist? Keine Ahnung. Ich mag halt lieber Sachen für mich allein. Also was heißt für mich allein? Aber ich finde halt gerne das selber heraus, ob ich etwas mag. Wisst ihr? Dann sage ich halt, dass er einen Zaun schwebt. Ja, hab ich selber schon gesehen. Okay. Jetzt hören wir aber auf hier. Nee, ich muss ein bisschen aufpassen. Wisst ihr, das ist bei. Wisst ihr, das unterscheidet Lukas und meine Beziehung von allen anderen. Beziehungsweise das unterscheidet Lukas von allen Menschen auf dieser Welt. Weil so. Bei jeder anderen Beziehung oder so würde man jetzt, ne? Wäre man dann jetzt so, dann würde der Partner so sagen, ja, pff, okay. Aber bei Lukas weiß ich halt, dass er dann jetzt wirklich traurig wäre, wenn ich so gemein bin. Ich muss bei ihm echt immer richtig aufpassen, weil ich das oft gar nicht merke, dass ich gemein bin. Oder dass ich gemein rede oder dass ich zickig rede oder sowas. Und dann sagt er immer, nicht so gemein reden oder so. Und das habe ich noch nie so erlebt. Ich habe noch nie so einen Menschen getroffen wie Lukas, der so harmoniebedürftig ist und der das so krass mitnimmt, wenn jemand halt... Also weil, also ich merke das nicht. Ich merke das nicht, wenn ich irgendwie so... Also wenn ich jetzt zum Beispiel so reden würde. Mann, das nervt mich jetzt total. So, dann würde ich das nicht in dem Moment so merken, dass ich halt jetzt gerade irgendwie doof rede oder so. Wisst ihr? Nicht wie man mir... Ja, weißt du, also das ist dann vielleicht auch ein bisschen sexistisch gedacht, sag ich mal, aber ich habe das halt bei Männern einfach noch nie erlebt, dass die so einfühlsam und so sensibel sind wie Lukas, aber sensibel halt auf eine ganz, ganz positive Art. Also halt einfach, dass man viel mehr darauf achten sollte, wie man halt miteinander umgeht. Das hast du dir ausgedacht, ja stimmt. Lukas ist ein Bad Boy. Nee, aber das ist das, was ich ja auch schon oft gesagt habe. Deswegen musste ich ja auch viel lernen, wie ich damit umzugehen. Also was heißt mir damit umzugehen habe? Aber ich kannte das halt einfach nicht, mit einer so sensiblen Person umzugehen. Und ich bin ja selber voll sensibel. Und deswegen ist das, was ich halt auch immer so sage, dass man halt viel mehr darüber nachdenken sollte, wie man halt auf andere wirkt. Und also was heißt, wie man auf andere wirkt. Natürlich sollte man sich nicht nur darüber einen Kopf machen, ne, was andere über ihn denken, sondern halt, dass man oft gar nicht merkt, dass man gerade unfair mit anderen umgeht. Also ich meinte, dass man sich vielleicht mehr reflektieren sollte. So, das ist, glaube ich, der richtige Satz. Krass, wie schreck der Boden ist, ne? Das merkt man vorher gar nicht. Und das musste ich richtig krass lernen. Und dadurch
reflektiert man sich selber halt voll heftig und denkt sich dann irgendwann so, wie bin ich eigentlich vorher mit Menschen umgegangen? So, also ich bin jetzt so viel krass reflektierter als noch vor 3 Jahren. Das ist voll, voll crazy. Auch nicht immer leicht, weil manchmal nervt es mich auch, dass ich alles einfach dann, also dass ich nicht einfach mal Sachen machen kann, ohne dass ich dann irgendwie ein schlechtes Gewissen habe oder so. Aber die Balance macht's. Man muss halt alles mal einmal aufarbeiten. Ich diskutiere auch nicht über Geschmäcker. Ich gucke es mir selber an und entscheide für mich, ob ich es gut finde. Ja, genau. Aber deswegen, also mir fällt es halt schwer, etwas ohne Meinung dann anzufassen. So. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Fourth Wing, konnte man ja gar nicht, also konnte man ja gar nicht reinstarten, ohne vorher zu denken, boah, das muss ja richtig krass sein, weil ne, das ist ja so ein erfolgreiches Buch ist. Wisst ihr, wie ich das meine? Sandy, hallöchen. Schön, dass du da bist. Richtige Männer haben ja auch keine Gefühle. Nee, aber wirklich jetzt, wenn mir irgendwer was von irgendwem erzählt, von irgendwelchen Typen oder so, dann denke ich mir mal so, boah, was, also was das für ein krasser Unterschied ist. Also dann fällt mir immer erstmal wieder auf, wie viele Gefühle Lukas hat und wie einfühlsam und wie rücksichtsvoll er ist und so. Dass das halt einfach, ja, ganz anders ist. Ich weiß nicht, ob ich das für Erdferkel gut finde. Wollen wir da doch vielleicht was anderes reinmachen, aber ich wüsste jetzt nicht, was. Vor allem, weil das halt nicht so groß ist. Also, weil ich mag das Gehege, aber ich finde es jetzt irgendwie für Erdferkel nicht so gut. Pfannkäkerlöchen, schön, dass du da bist. Und Paulinchenerlöchen. Ich sage immer, dass mein Mann vermutlich bei vielen Frauen in der Friendzone landen würde, weil er einfach zu nett ist und eben nicht der Bad Boy. Eigentlich möchte ja vermutlich niemand einen Arschloch als Freund, aber sie sind trotzdem beliebter als die netten Typen. Ja, exakt zu 100% das. Und das sagen ja auch ganz viele immer, ne? Dass viele halt Typen in die Friendzone gesteckt. Also weil ja immer alle so sagen, so, ja, wo sind denn die netten Typen? Ja, die habt ihr in die Friendzone gesteckt. Also das sehe ich auch so, ja. Anna, danke noch für die 29 Monate. Lauri, da unten warst du ja auch noch. Danke für die 8 Monate. Und Tami, danke für die auch deine 8 Monate. Vielen, vielen Dank. Danke, ihr Lieben. Mein Freund ist da nicht so sensibel, aber ich merke das tatsächlich ganz oft, dass ich gerade vielleicht zu zickig war oder sowas. Und dann entschuldige ich mich und dann sagt er, hey, war doch alles gut. Hat dich halt genervt, ja. Aber das ist ja auch total schön, ne? Also ich finde, und das ist halt der Kern, ich finde, man muss einfach lernen, gegenseitig mit Sachen umzugehen. Also, dass man dann halt auch weiß, okay, die Person reagiert jetzt vielleicht darauf so und die Person reagiert vielleicht darauf so. Dass man halt einfach lernt, einander immer wieder ein Stück besser zu machen, sage ich mal. Also, es klingt immer so blöd, aber mir hat es immer sehr geholfen, dass man sich vor Augen führt, dass man das, also dass beide bisher ein komplett unterschiedliches Leben geführt haben, also meistens eine andere Erziehung genossen haben, ein anderes Verhältnis mit Menschen gehabt haben und so weiter. Und dass man dann zusammen nochmal aneinander wächst, beziehungsweise halt auch dann Eigenschaften. Also, weil es gibt ja viele Leute, die dann so sagen, ja, ich bin halt so. Ja, aber das heißt nicht, dass es okay so ist und dass du immer so bleiben musst. Wisst ihr? Etwas mit Federn, ja, habe ich auch schon gedacht. Aber für Straußen zum Beispiel ist das auch zu klein. Ja, und die Erdferkel sind ja auch dauernd gestresst, ne? Deswegen würde das jetzt vielleicht auch nicht so passen. Und Bummerball, hallöchen. Und gute Besserung für dich. Och Mann. Aber gut, dass die Schmerzen sich in Grenzen halten. Und das bei dem Wetter, oh Gott. Mir geht's sehr gut und mein Tag ist sehr, sehr schön. Ruh dich schön aus. Meerschweinchen, Karnickel und sowas gibt's nicht. Esel würden jetzt aber, glaube ich, nicht so reinpassen. Ich glaube, sie sind zwar auch bei Afrika gelistet. Wir gucken mal. Wir schauen uns das mal an. Wir schauen uns... Oh, Kiwis gibt's auch, ja. Das stimmt. Hab die Kleine abgelegt, sie hat noch geschlafen. Kaum gehe ich vom Bett weg, klingelt der Postbote. No, bring mir die Locana-Karten. Wait, du hattest bei mir gewonnen, ne? Oder?
Ich entschuldige mich an dieser Stelle, dass die Pakete so lieblos sind. Habe ich ja gestern schon gesagt. Wir waren nur ein bisschen gestresst. Normalerweise, wenn ich Verlosungspakete mache, dann packe ich das richtig schön ein und dann schreibe ich noch eine Karte und so. Aber wir waren gestern so gestresst, weil es auf einmal mega voll war in dieser Post und wir dann alle Pakete einpacken mussten und ich dann um 10 Uhr einen gesponserten Stream hatte. Also es war einfach, und wir hatten zu dem Zeitpunkt irgendwie 9.10 Uhr oder so. Also es war einfach sehr, sehr stressig. Deswegen, ich entschuldige mich, dass die Verlosungspakete von der Lorcana-Verlosung ein bisschen lieblos sind. Erdmännchen haben wir schon. Eine ehemalige Freundin argumentierte so, in meiner eigenen Welt ist das in Ordnung so. Das war ihre Antwort darauf, wenn sie mal wen verletzt hat und sich mies benimmt. Und das ist nicht in Ordnung. Sie hat mich von jetzt auf gleich fallen lassen, weil eine Freundschaft ja einfach sein muss. Ja, genau. Das ist der Fall. Das muss einfach sein und dann passt man nicht zusammen. Weil es ist nicht in Ordnung, dass man immer nur, also ich sage ja, man soll immer auf sein eigenes Wohl gucken, aber nicht, indem man dann andere verletzt. Das ist niemals okay. Und also, ja, ich bin mittlerweile da auch sehr rigoros und sortiere da richtig krass aus. Also ist für mich auch nicht immer leicht. Aber wenn ich merke, ey, unsere Freundschaftsdynamik funktioniert überhaupt nicht. Du hast eine ganz andere Vorstellung von Freundschaft, egal ob sich das so entwickelt hat oder nicht. Dann funktioniert das für mich einfach nicht mehr. Weil dann denke ich mir, wenn mir eine Freundschaft nichts mehr gibt, als nur, dass ich schon inneren Stress habe, wenn ich daran denke, oder wenn ich schon denke, oh, wie wird sie da jetzt wohl drauf reagieren, dann ist das schon nichts. Ja, Esel können wir mal gucken. Das ist eine gute Idee. Löwen, super Idee. Elefanten hat Lukas eben noch in den Raum geworfen. Fand ich auch eine tolle Idee. Freue mich sehr auf den Stream morgen. Cool, das freut mich, dass du da auch Lust drauf hast. Hab mich richtig gecatcht mit Lorcana. Ja, sehr cool. Ach, schön. Das macht mich sehr happy. Ich habe auch noch einen Reel für morgen vorbereitet. Da würde ich mich natürlich wie immer auch sehr freuen, wenn ihr das ein bisschen supportet und da schön fleißig kommentiert, weil das ist natürlich auch immer super toll für den Kunden. Aber es war für mich, am Sonntag kommt ja auch ein Vlog. Der wurde auch schon abgenommen. Und das ist immer voll schön, wenn die dann sagen, ja, alles supi, muss nichts geändert werden. Dann denke ich mir so, ja, richtig cool. So. Jetzt aber Concentration in the Nation. Also die Okapis sind leider auch immer super schnell gestresst, aber die wollen es ja auch ein bisschen bebuschter. Die passen da jetzt auch nicht so rein, ne? Eine Freundschaft ist genau dann einfach, wenn beide auf Augenhöhe miteinander umgehen. Genau das. Bei ihr war es, ich bin halt kacke und alles, was sie macht, ist in Ordnung, ohne je ein Gespräch zu suchen, weil Konfrontationen konnte sie nicht mit umgehen. Ja, also dann hat das einfach nicht gematcht. Und dann denke ich mir immer so, okay, dann sollte es vielleicht einfach nicht sein. Aber ich bin halt auch ein Mensch, der gut alleine sein kann, ne? Deswegen ist das immer so sehr privilegiert gesagt. Ja, die könnten wir halt da reinmachen, ne? Somali-Wildesel. Die sind auch vom Aussterben bedroht. 20 bis 200. Aber wie viel Platz brauchen die? Ich meine, wir könnten es ja auch noch ein bisschen größer machen. Ja, die brauchen ein bisschen mehr Platz. Das müsste passen. Was sagen wir zu den Eseln? Das wäre doch vielleicht ganz cool, oder? Wenn wir hier die Esel reinmachen? Ich weiß nur nicht, ob die hier durchpassen. Müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen umkalkulieren. Dass wir dann das Gehege doch noch ein Stück weiter hier rüberziehen. Ja. Ist vielleicht eine gute Idee, oder? Jetzt sehe ich das auch so, aber sie war schon sehr eng in meiner besten. Ja, okay. War das schon sehr krass verletzend, weil es quasi Ghosting war. Ja, also, ne, ich sage auch immer wieder, eine Freundschaft zu verlieren ist manchmal schlimmer als eine Beziehung zu verlieren. Ich habe auch immer noch Freundschaften, wo ich immer noch hinterher trauere, aber wo ich weiß, dass es besser so ist. Weil es mir einfach nicht mehr gut tut. Und das muss man sich dann manchmal auch selber einfach mal eingestehen, dass, wenn das dann der Fall ist. Auch wenn es schwer ist. Ne? Meine Freunde sagen mir auch mal, dass ich so unkompliziert bin, beziehungsweise unsere Verbindung unkompliziert ist, nicht auf eine People-Pleaser-Art, sondern einfach von meinem Wesen aus. Und das ist das schönste Kompliment, das ich bisher bekommen habe, glaube ich. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Kompliment. Und das ist halt auch immer so das Ding, das muss halt matchen. Weil, also, ich würde mich auch nicht als gute Freundin bezeichnen. Ich bin nicht gut im Freundschaften pflegen, ist einfach so. Ich bin nicht gut da drin, jemanden regelmäßig zu, also mich regelmäßig zu melden, das weiß ich auch.
Aber mich stressen Nachrichten unglaublich. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ich wünschte, bei dem Hinblick, dass es so wäre wie früher, dass man halt einfach, keine Ahnung, sich sieht, wenn man sich sieht. Oder mal beim Haustelefon anrufen, so sagt, ja, wollen wir uns heute treffen? Und dann sagt man, ja, wir treffen uns heute. Und dann sieht man sich und dann ist alles schön. Das wäre für mich das Nonplusultra. Diese dauerhafte Erreichbarkeit ist für mich einfach Stress pur, wirklich. Das ist für mich das Allerschlimmste. Deswegen bin ich halt auch einfach sehr, sehr schlecht im Antworten, weil mich das einfach unglaublich stresst. Warum auch immer, keine Ahnung. Deswegen bezeichne ich mich selber auch als schlechte Freundin. Und deswegen freue ich mich, wenn ich Menschen finde, die halt genauso schlecht im Antworten sind und die dann mir nicht böse sind, wenn ich mal eine Nachricht übersehen habe, sondern ne, dass sie dann einfach sagen, hey, noch mal kurz dazu. Oder wenn ich eine Woche später antworte, die dann sagen, dafür muss ich doch nicht entschuldigen. Oder sie halt auch eine Woche später antworten und dann so sagen, ja, sorry, dass ich nicht geantwortet habe. Und ich denke mir so, ja, ich bin froh, dass du auch nicht antwortest. Also, wisst ihr? Und so viele, also ich habe halt jetzt mittlerweile echt viele Leute, die da sehr ähnlich ticken wie ich und da bin ich einfach sehr, sehr, sehr dankbar für. Warum zögert man bei sowas wie Unterleibschmerzen eigentlich immer so lange raus, eine Schmerztablette zu nehmen? Same. Ich weiß es auch nicht, es ist bei mir immer genau das gleiche gewesen. Gute Besserung. Ich bin auch kein einfacher Mensch, aber man kann halt mit mir reden. Man kann ja auch nur an sich arbeiten, wenn man weiß, was los ist. Voll, ja, total. Sam, Nina und meine Freunde wissen das, gehen damit gut um und sind sogar genauso. Und wir freuen uns immer, wenn man was vom anderen hört, auch wenn es Monate dauert. Ja, genau. Und wenn man sich dann sieht, dann ist alles einfach schön. Weil, ja. Also das ist so mittlerweile halt meine Vorstellung von Freundschaft. Und das tut mir natürlich auch leid. Ich wünschte auch, dass ich anders wäre und dass mir das in dem Hinblick einfach leichter fallen würde, mich immer zu melden und so. Aber mir fällt es einfach sehr, sehr schwer, weil ich kriege immer nur ein paar Sachen auf die Reihe. Entweder läuft es bei mir halt beruflich super gut und ich kriege da alles gut unter einen Hut und keine Ahnung, ich gehe zum Beispiel viel ins Gym und sehe meine Familie noch halbwegs regelmäßig. Oder ich bin wieder auf meiner Freundestour und sehe dreimal die Woche verschiedene Freunde. Das ist für mich viel. Also es ist, ich kriege nicht immer alles unter einen Hut. Ist einfach so. Und ich wünschte auch, dass es anders wäre. Vielleicht kommt das auch mit der Selbstständigkeit, ich weiß es nicht. Und da bin ich halt einfach mittlerweile, also bin ich sehr, sehr froh, dass ich viele Menschen in meinem Leben habe, die damit halt gut umgehen können und mir dann nicht böse sind. Und ich gebe, aber ich, ne, ich will nochmal sagen, ich nutze es trotzdem nicht aus. Also ich sage trotzdem nicht, dass es in Ordnung ist, wenn ich dann mal eine Woche nicht geantwortet habe oder so. Also ich versuche da trotzdem immer dran zu arbeiten, dass ich halt wirklich auch alle regelmäßig sehe und so. Mittlerweile habe ich aber, also das klingt richtig doof, aber mittlerweile habe ich halt auch einfach so viele tolle Leute in meinem Leben, dass es für mich echt stressig ist, alle regelmäßig zu sehen. Also, weil das halt auch teilweise dann unterschiedliche Freundesgruppen sind, sag ich mal. Weil mit vielen kann ich mich ja dann auch immer gleichzeitig treffen. So, ne, keine Ahnung, letztens habe ich mich ja dann mit Carrie Yosi und so getroffen und dann habe ich Tiffy gesagt, ja, komm doch einfach mit. So, das ist dann natürlich immer super cool, wenn man dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Aber es geht halt natürlich nicht immer. Und ja, deswegen bin ich froh, dass die Leute dann halt nicht so, nicht böse auf mich sind oder so, wenn ich mich dann irgendwie mal nicht gemeldet habe oder wir uns ein paar Monate nicht gesehen haben oder so. Ich bin auch total schlecht im regelmäßigen Kontakt halten und antworten, aber meine Beste ist genauso und bei uns klappt das einfach mega gut, auch wenn wir mal länger keinen Kontakt hatten. Wenn wir uns sehen, ist das eh immer wie zu Hause ankommen. Ja, und so soll es sein, finde ich. Spricht mir so aus der Seele, mich stresst das auch so unglaublich und wünschte mir manchmal, dass es diese 24/7 Erreichbarkeit nicht gäbe. Ja, same. Genau das. Bin momentan in einer Situation, wo ich viele Freundschaften habe, in denen ich mittlerweile mehr Energie reinstecke als die anderen und ich auch bewusst von den anderen immer und immer wieder verletzt werde. Bin jetzt dabei zu lernen, endlich Grenzen für mich zu setzen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist schön. Man hat ja auch immer so seine eigene Realität und also jeder, ne, jeder hat eben eine eigene Realität und jeder empfindet Sachen eben auch anders, ne? Und deswegen ist das manchmal auch ein bisschen schwer, so aus dem, also über den eigenen Horizont hinauszuschauen.
Deswegen finde ich dann ja auch Kommunikation so wichtig, dass man halt auch äußert, okay, was stört mich jetzt? Und wenn man dann eben merkt, hey, unsere Freundschaft funktioniert so einfach nicht mehr, dann ist es das, wie ich eben gesagt habe, dass es manchmal dann auch einfach einfacher ist, die Freundschaft gehen zu lassen, ne? Auch wenn es dann hart ist. Aber manchmal ist das besser, als da krampfhaft an etwas festzuhalten, was halt nicht mehr ist. Oder nicht mehr gut tut. Oh Mann, jetzt haben wir wieder so ein Thema, wo ihr wieder so viele tolle Sachen schreibt. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach auch ein generelles Problem. Wir arbeiten 8 Stunden, 5 bis 6 Tage die Woche, dann Haushalt, Partner, Haustiere, Haushalt, Freunde, Hobbys. Wie soll man das alles auf die Reihe bekommen an 7 Tagen, von denen man auch bestenfalls 7 Stunden schläft? Ja, genau. Ja, genau das ist es. Ich finde das auch total schön, dass es bei dir auch so ist. Ich habe immer gedacht, bei dir läuft alles perfekt, du bist super organisiert und hast alles unter Kontrolle. Schön zu hören, dass auch andere strugglen. Nee, voll. Also, wie gesagt, ich kriege immer nur gewisse Dinge auf die Reihe. Also, entweder sehe ich eine Woche meine Familie und meine Freunde sehr viel und dafür bleibt dann zum Beispiel, keine Ahnung, das Gym auf der Strecke. Oder ich muss einen Stream absagen oder was auch immer. Also ich schaffe es eigentlich fast nie, alles unter Kontrolle zu haben. Das ist einfach so. Und das ist auch okay, weil die meisten da eben auch Verständnis für haben. Und ja, also es ist auf jeden Fall überhaupt nicht so, dass ich immer alles an der Kontrolle habe. Und ich habe halt auch regelmäßig Nervenzusammenbrüche, ne? Das kommt noch dazu. Am Mittwoch kompletter Nervenzusammenbruch mal wieder gehabt. Und dann hatten wir diese Woche auch noch, das kann ich jetzt erzählen, weil wir machen sowieso nicht. Und ich glaube, ich habe es im Vlog, ja, ich habe es im Vlog auch kurz angeschnitten. Wir haben uns am Montag auch noch ein Haus angeguckt, was bei uns in der Straße verkauft wird, weil wir so dachten, boah, wie cool. Und das war auch cool. Also das Grundstück war mega, aber das Haus hat halt nicht zu uns gepasst. Und dann war das halt so, okay, wir müssen eine Entscheidung treffen, so sagen wir jetzt, hey, wir machen das jetzt, obwohl das eigentlich noch gar nicht eingeplant war, aber weil das Grundstück halt so toll ist und so eine tolle Location, machen wir das jetzt, oder nee, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt und das Haus passt eigentlich auch gar nicht zu dem, was wir uns vorgestellt haben. Und das kam dann noch dazu und das sind alles auch Sachen, die man oft dann ja auch nicht teilt und die man halt nicht jedem irgendwie erzählt und halt erst recht nicht immer direkt so auf Social Media raushaut. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, deswegen erzähle ich das jetzt, weil, wie gesagt, das war halt auch eigentlich überhaupt gar nicht eingeplant. Aber das hat dann war ich am Mittwoch so all over the place, weil ich dann plötzlich so dachte, ja, ist das jetzt doch eine falsche Entscheidung? Ist es doch unsere Chance quasi, dieses Haus jetzt auf unseren Traum, weil das Grundstück halt so toll war. Und dann habe ich aber halt auch so gemerkt, ey, ne, passt jetzt irgendwie gar nicht. Und Lukas hat auch gesagt, ja, irgendwie, ne, ist das jetzt irgendwie der falsche Zeitpunkt auch mit seiner Masterarbeit und so. Und dann bin ich am Mittwochnachmittag erst nach Hause gekommen. Ich war ja das Wochenende komplett krank, das heißt, da habe ich auch gar nichts gemacht. Und dann war plötzlich für ganz viele Kampagnen irgendwie Zeug stand an. Ich musste jetzt noch den Vlog fertig machen. Das Reel musste ich noch fertig machen. Alles noch zur Abnahme schicken, dass die das sich noch vorher angucken können. Und 3 Videos aufnehmen. Und es war plötzlich alles so viel, nur weil ich halt Zeit mit meiner Familie verbracht habe. Also es ist einfach so schwierig manchmal. Aber ich mag diese Sachen halt auch nicht immer teilen, weil ich nicht will, also erstens auch aus Privatsphäre gründen, vor allem in dem Moment, wenn ich dann halt so emotional bin. Und weil ich halt einfach auch ein Ort sein will, wo man irgendwie Kraft draus schöpfen kann. Und natürlich, wenn ich jetzt davon erzähle, dann denkt ihr, boah, cool, ne? Cool, dass Nina auch struggelt. Aber in dem Moment, wenn es mir gerade schlecht geht, dann ist es zumindest für empathische Menschen erstmal so, oh nee, jetzt geht's ihr auch schlecht so. Wisst ihr? Und ich glaube immer, dass man mehr daraus ziehen kann, wenn ich danach erzähle, hey, das war ein schwerer Tag, aber heute ist wieder ein super Tag, so, wisst ihr? Aber ja, deswegen, das ist immer eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und die eine Woche ist super und in der anderen ist es dann halt einfach wieder sehr schwierig. Mini, mach's gut und ganz viel Spaß auf der Arbeit. Hab eine schöne Schicht. Da ich momentan echt mit diesem Thema Probleme habe und mir auch häufig Schuldgefühle mache, gibt mir der Chat hier gerade viel Kraft und Mut. Und das weiß ich sehr zu schätzen, dass, also, ne, das ist auch mal das Schöne, dass ihr die Sachen dann untereinander lest und euch antwortet, weil
mir tut es immer so leid, dass ich die ganzen tollen Sachen nicht lesen kann, die ihr schreibt. Aber ja, so ist das ja dann auch noch eine tolle Sache. Ne? Ich krieg leider manchmal gar nichts unter einen Hut. Dann schaffe ich es nicht mal, mit meiner einzigen Freundin zu treffen, weil ich vielleicht noch ein oder zwei weitere Termine habe in der Woche und dann ist mir das zu viel. Fühle ich. Geht mir auch in manchen Wochen so. Auch zu viel Soziales irgendwie. Dann hat man noch Mann, Kind, Hund und Katze und dann ist einfach kein Platz mehr für anderes. Zu 100% fühle ich das. Also ich hatte auch Wochen, wo ich dann so gesagt habe, oh, diese Woche ist ganz voll. Dabei hatte ich zwei Termine. Aber für mich war das dann halt einfach so, oh mein Gott, das steht ja noch an. Und ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren. Ne? Lauri, mach's gut. Schön, dass du da warst. Hab einen tollen Tag. Und Jasmin, Hallöchen. Und Vicoy, Hallöchen, herzlich willkommen. Danke fürs Teilen. Ich finde, du bist ein richtiger Safe Space. Vielen Dank, das bedeutet mir viel. Das versuche ich halt immer, ne, dass ihr... Warte mal, ich glaube, wir machen hier den Mitarbeitereingang rein. Das... Ah, ich glaube, die Tür ist kleiner. Fällt mir gerade ein. Oder? Dass ihr da irgendwie so ein Learning draus ziehen könnt, ohne dass man sich denkt, boah, oh mein Gott, der Nina geht's ja so schlecht. Wisst ihr? Weil dafür will ich halt nicht stehen. Auch wenn ich das halt immer mal wieder habe, dass ich, also wirklich, ich habe richtig geweint am Mittwoch, weil ich so überfordert mit allem war. Dann wollte ich eigentlich noch ins Büro fahren und konnte dann aber einfach nicht aufhören zu weinen, weil das alles mich so krass überfordert hat. Und dann habe ich mich, dann war das so ein Teufelskreis, dann habe ich mich darüber aufgeregt, dass ich nicht aufhören kann zu weinen, weil ich hätte ja jetzt schon längst aufnehmen können. Und dann musste ich noch mehr weinen, weil ich mich darüber aufgeregt habe, dass ich jetzt nicht einfach aufhöre zu weinen. Und es war ganz schwierig. Und dann hat Lukas auch irgendwann gesagt, komm, bleib doch einfach hier. Dann nimmst du morgen auf. So ist ja auch kein Weltuntergang. Und dann habe ich den Vlog geschnitten und habe das noch alles fertig gemacht. Und habe jetzt alles fertig bekommen. Also alles easy, alles gut geworden. Aber manchmal wirkt das immer erstmal so alles viel zu viel und alles komplett überfordernd. Aber eigentlich wird immer alles wieder gut. Haben wir uns jetzt für die Esel entschieden? Ja, ich dachte schon. Also ich habe euch gar nicht da jetzt so... Ich habe das wieder so nebenbei gemacht, ne? Es tut so gut zu hören, dass es anderen auch so geht. Ich kann mich null entspannen, wenn noch... Ah, warte. Wenn noch irgendwas zu tun ist und dazu zählt auch Lernen oder Staubsaugen. Wenn ich alles durch ist, brauche ich gar nicht versuchen, mich auf die Couch... Achso, wenn nicht alles durch ist, brauche ich gar nicht versuchen, mich auf die Couch zu setzen. Ja, und das ist halt auch so ein Ding bei mir. Wenn ich dann alles unter einen Hut bekomme, leidet dann zum Beispiel der Haushalt. Und dann rege ich mich darüber auf, dass ich den Haushalt nicht unter einen Hut, also dass ich den Haushalt nicht geregelt kriege. Dann hilft Lukas mir und dann denke ich, oh mein Gott, ich bin so eine schlechte Hausfrau, obwohl wir das ja zusammen machen. Und ach, das ist einfach, mein Kopf ist oft so voll, Leute. Wenn ich das alles immer teilen würde, dann würde ich euch denken, Junge, hat die viele Gefühle. Und Ruby, danke schön für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Halt dich gut fest, schneid dich an und dann geht's ab ins Universum. Vielen Dank und danke schön für den Raketenmodus. Und Clara, danke noch für die 28 Monate. Ganz, ganz viel Erfolg bei deinen Klausuren. Für mich sind zwei Termine an einem Tag schon manchmal zu viel, weil ich absolut unfähig bin, Zeit und Wege einzuschätzen, bin immer zu früh und dann stresst mich das, wenn ich dazwischen zwei Stunden Zeit habe, weil ich denke, nach Hause fahren lohnt sich nicht. Aber was soll ich sonst machen? Ja, das fühle ich auch sehr. Bei mir ist es auch so, dass je mehr ich mir vornehme, desto weniger kriege ich hin. Und wenn es nur Hobbys sind. Ja, Hobbys auch können so stressig sein, ne? Ich würde gerne dreimal die Woche Sport machen, mehr zeichnen, malen, lernen, zocken, lesen, mit dem Hund raus, noch am liebsten 24/7 mit meinem Hund, meinen Freund betüddeln. Ja, das ist das, ne? Also Hobbys, ich meine, ich sehe es ja an meinem Freund, meinem Verlobten. Lukas hat so viele Hobbys und der weiß immer gar nicht, wann er was machen soll. Jetzt, eigentlich wollten wir hier die Tierpflegerhütte reinmachen, fällt mir gerade auf, ne? Aber egal, machen wir es so. So. Nee, das soll schon... Ich will das ein Stück nach hinten ziehen. Ach, warte. So. Ja, das ist gut. So. Und ich habe das jetzt gerade zum Beispiel auch mit dem Lesen. Ne? Bin ich auch super, super traurig drüber, dass ich nicht mehr schaffe, es zu lesen. Aber manchmal muss man dann einfach akzeptieren, dass das halt so ist. Dreamy Peaches, Hallöchen, herzlich willkommen. Meistens spiele ich Planet Zoo, momentan Dreamlight Valley und Sims
Minecraft, alles was gemütlich ist. Nina hat uns vorgegaukelt, dass sie uns entscheiden lässt und ist schon längst entschieden. Also ich habe die Umfragen nicht gemacht, nur ich habe niemals hier eine Demokratie getäuscht. Nein, Spaß. Ich denke mir immer, wie bekommen andere das hin, aber ich nicht. Und dann bin ich überfordert und sitze in der Ecke auf der Couch und weine. Ja, same. Habe ich auch sehr oft. Aber ich glaube, dass es uns allen so geht. Dass wir alle so unsere Wehwehchen haben. Und das ist okay so. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Vielleicht machen wir das doch nicht so mit dieser Tür. Warte mal, was gibt's denn... Was ist denn da jetzt los? Das hier sind die Gehegeeingänge. Kann man die Gehegeeingänge für die Mitarbeiter machen? Zählt es auch als Mitarbeitereingang? Hat das noch was Interesse? Nee, alles gut. Guck mal, Mimi hat es vorgegangen. Spaß. So geht's mir auch. Mein Freund macht immer gerne den Haushalt, weil er sagt, dass ich ja auch arbeite mit Kind und ich sitze dann immer auf dem Sofa, bin so eine schlechte Hausfrau, ich krieg gar nichts auf die Kette. Kann ich zu 100% nachvollziehen. Also bei uns ist das halt so, dass wir das klar aufgeteilt, also was heißt klar, aber ne, Lukas kocht halt und kümmert sich so um die Küche und macht halt so auch sehr viel, keine Ahnung, wenn irgendwas kaputt ist oder im Keller was gemacht werden muss, Garten, kümmert er sich fast alleine komplett drum. Und ich mache halt Wäsche, Staubsaugen. Okay, der Robo hilft mir da mittlerweile beim Staubsaugen. Und sowas alles, die Bäder putzen und so weiter. Und mir fällt es super schwer, Hilfe anzunehmen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Vergangenheit verschuldet. Dass ich dann immer automatisch direkt denke, boah, keine Ahnung, wenn ich das jetzt nicht mache und er macht das, dann ist er sauer auf mich. So. Ja, und deswegen habe ich das halt noch so in mir, dass ich dann automatisch immer denke, boah, mein Gott, das ist alles so schlimm und das stört mich dann auch und das ist dann so ein Frust, der in mir ist und ja. Elfie Linda, danke schön für die 21 Monate, vielen, vielen Dank. Das hittet mich, ich habe noch nie eine Person getroffen, die auch in so einen Teufelskreis verfällt. Bei mir ist das nämlich auch immer so, wenn ich zum Beispiel sehe, dass alle etwas Einfaches im Alltag hinkriegen und ich es nicht schaffe, rege ich mich darüber auf, weil alle anderen schaffen das ja auch, warum ich nicht? Und dann rege ich mich darüber auf, dass ich mich aufrege. Ja, fühle ich sehr. Also ich glaube, bei egal welches Problem ihr habt, ihr seid niemals allein. Also es wird immer irgendeine andere Person und wahrscheinlich viel mehr Personen, als man denkt, da draußen geben, die genauso fühlen wie ihr. Also wie ist das jetzt mit dem Tor? Zählt das als Eingang, wo die Mitarbeiter rein können? Weiß das gerade jemand? Bevor ich jetzt hier umbaue und dann geht das nicht. Mein Mann macht alles, was draußen am Haus ist, Garten und so weiter und ich drinne. Ja, es ist bei uns ähnlich. Außer, dass Lucky halt unser Koch ist. Und das nimmt, also das ist ja auch so zeitintensiv. Und das Ding ist, ich helfe ihm ja auch viel in der Küche. Ne? Ich räume auch viel die Spülmaschine ein und aus und mache die Küche sauber und so weiter. Aber sobald er mir hilft, ist das irgendwie ganz schlimm für mich. Ich weiß nicht, wieso. Und das ist nur eine Waschmaschine anmachen. Da kriege ich, also nicht, weil er es falsch macht, sondern ich denke direkt, so, ich bin so eine Kakaosfrau quasi. Und das ist, vielleicht ist das auch so ein bisschen dieses, wie nennt man das? Internal, wie nennt man das nochmal? Das ist ein schweres Wort. Internalisierte Misogynie oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig angewandt ist, aber ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das. Bin die Frau und daheim, ich muss das machen, ja, was voller Schwachsinn ist. Und das sagt der Flips mir auch jeden Tag, aber manchmal ist es immer noch im Unterbewusstsein. Ja, genau. Fernandra, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Internalisierte Misogynie. Oh mein Gott, so schwer. Wir haben uns das auch aufgeteilt. Feste Aufgaben machen uns das ein bisschen leichter, weil wir beide ADHS haben. Aber wenn die Kleine mal keinen Standardtag hat, was bei Babys ja schon mal so ist, kriege ich nur ein Minimum hin. Ja, und ne, das ist völlig fein. Das ist völlig fein. Aber man selber kommt da manchmal dann halt nur schwer mit klar. Kann ich sehr gut nachvollziehen. So, irgendwie sind wir so deep im Thema, dass keiner mir mit dem Tor helfen möchte oder kann. Deswegen, ich mache das jetzt einfach wieder weg und mache hier ein kleines Tor hin und hoffe einfach, dass das als Gehegeeingang zählt. Obwohl, wir haben ja hier schon eine Höhle, das ist natürlich ein bisschen doof.
Ein bisschen neidisch auf deinen Glow. Sieht heute besonders schön aus. Adam Beauty, Leute. Nein, vielen Dank. Bin zum zweiten Mal live dabei, gebe morgen meine Bachelorarbeit endlich ab und das Freundschaftsthema eben hat mich richtig gecatcht, beziehungsweise an meine aktuelle Situation mit einer Freundschaft erinnert. Richtig krass, dass hier das Thema gerade auch so präsent ist. Weißt du, also erstmal schön, dass du hierher gefunden hast. Über solche Themen sprechen wir tatsächlich sehr oft. Eben genau, weil viele immer denken, ne, man hat nur selber das Problem. Man ist halt so in seiner eigenen Welt oft, dass man denkt, ach, warum ist das bei mir so und bei allen anderen nicht? Ich glaube, wir machen den Weg dann hier lang. Das ist, glaube ich, die einfachste Lösung. Und gerade bei solche Themen betreffen immer so viele. Und da ist es immer schön, auch mal andere Perspektiven zu hören und so, ne? Man nennt es patriarchale Strukturen, die im Unterbewusstsein dafür sorgen, dass du denkst, dass du als Frau dafür zuständig bist und dein Wert dadurch definiert wird. Ja, voll. Ja, das trifft sehr gut. Wenn es nicht zählt, kannst du keine Tiere reinverlegen. Ja, das ist mir schon klar. aber ich probiere es jetzt einfach aus. So lerne ich ja draus, ne? Wäre ja auch kein Weltuntergang. Dann machen wir halt dann doch die andere Tür da rein. Lilly, hallöchen. Weine ein bisschen, weil das hier immer so toll ist, so ein schönes Miteinander. Ja, ich glaube, dass wir halt einfach auch, also dass viele hier sehr ähnlich sind, aber eben auch nicht gleich. Und das finde ich total schön, weil dadurch kriegt man immer nochmal andere Perspektiven, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hatte. Auch in Bezug auf ne, Freundschaft oder was auch immer. Weil manchmal ist man die Person, die sich gerade halt distanzieren möchte. Und auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht eine Person im Chat, die sich so fühlt, als wenn eine Person sich gerade von einem distanziert. Und dann denkt man sich so, hey, ich verstehe gar nicht, wieso. Und dann verschiedene Perspektiven zu bekommen, ist einfach immer schön und bringt einen irgendwie weiter, finde ich. Und dass das hier immer so respektvoll passiert, finde ich auch sehr, sehr toll. Immer ein bisschen wie so ein bisschen Therapie, ne? Aber deswegen schätze ich diese Cozy Mornings auch so also sehr, weil, also ich streame auch gerne nachmittags und das ist auch mal, oder abends, das ist auch total lustig und so, aber morgens ist einfach immer nochmal ein anderer Vibe. Wo ist denn eigentlich dein schönes Kleid? Das habe ich mal vor Jahren, das habe ich in beige und in schwarz, bei Naked, glaube ich, gekauft. Aber das ist bestimmt schon 4 Jahre her oder so. So, warte mal, dann nehmen wir jetzt das weg. Und machen dieses hölzerne Tor da rein. So. Kann man davon eigentlich die Farbe ändern? Oh, guck mal. Ah. All diese Fragen müssen erfüllt sein, damit Gäste in diesem Gehege Tierbegegnung. Ah, okay. Also, ich weiß trotzdem nicht, ob das jetzt dann für die Mitarbeiter zählt. Aber das werden wir jetzt einfach testen. Dann schaue ich mal bei Vinted. Das hat so einen Schlitz an der Seite. Am Bein. Aber genau so. So gehe ich mittlerweile damit auch um. Wenn ich irgendwo was schön finde, dann gebe ich das immer einfach bei Vinted ein und gucke, ob ich da was Ähnliches finde. Kathi, hallöchen! Hier ist so ein schöner Safe Place, wo ich immer wieder Themen mitbekomme, die mich selber betreffen und mich und meine Wahrnehmung weiterbringen. Aber auch die Chance, neue Themen kennenzulernen und aufmerksam gemacht zu werden auf Sachen, die ich nicht wusste oder mir unbewusst waren. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenfaktor, worüber ich auch immer sehr viel nachdenke. Man sieht oft Sachen als selbstverständlich an, weil man sie schon vor lange weiß. Ne? Keine Ahnung. Bei den Katzenthemen zum Beispiel, die ich hier schon 50.000 Mal erzählt habe, ne? Das ist für mich selbstverständlich, weil ich das schon lange weiß und ich mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe.
Und deswegen verfällt man oft in diese Situation, dass man denkt, dass es für alle anderen ja auch so selbstverständlich ist, weil man das ja schon so fest in seinem Wissen verankert hat. Aber, oder keine Ahnung, Thema Tierversuche oder was weiß, oder Umweltschutz oder dass irgendeine Marke Kacke ist oder was weiß ich, weil das für einen oft dann schon so selbstverständlich ist, weil man das so fest in seinen Alltag integriert hat, dass man dann gar nicht darüber nachdenkt, dass andere das nicht wissen können. Und ich finde, dass in den Gesprächen hier immer viele Sachen dann einfach so nebenbei gedroppt werden, die einen dann irgendwie weiterbringen, wisst ihr? Dass man sich so denkt, oh, ja krass, das wusste ich noch nicht so. Und also ich habe schon so oft, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber ich habe schon so oft irgendwelche Sachen dann im weiteren Leben, die jemand im Chat erzählt hat, mir so gedacht, ah ja, komm, da haben wir ja letztens drüber geredet. Ne? So jetzt siehst du es im Alltag angewandt oder was weiß ich. Ich finde das total cool. Mein Freund hat echt die ganze, Nina hat gesagt, Keule abbekommen beim Kotzen-Thema. Oh, was hat der Arme? Ach Mann, ey. Das tut mir leid, aber wichtig und richtig, ne? Ah. Und Jasminski, hallo! Hat euch schon die ganze Zeit während dem Haushalt auf den Ohren. War wirklich schön, euch zuzuhören und ihr seid nicht allein. Ja, ja, genau so nämlich. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast alles gut erledigen können. Beep, 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 beep. Irgendwie haben wir hier immer die ganze Zeit so einen komischen Hügel. Aber ich will jetzt auch nicht... Ach komm, die machen wir nochmal weg. Dann kann ich das ein bisschen schöner machen. Ich glaube, so ist besser. Ach so, weil das jetzt noch... Ja, okay, verstehe. Ich verstehe. Was man bei so einem Wetter halt erledigt kriegt. Kreislauf sagt nein. Ach Gott, ja. Putzen ist auch einfach so anstrengend. Dann jetzt schön mal kurz, ne? Eine Runde entspannen, bitte. Die Playlist, also wenn du einfach Ausrufezeichen... Playlist oder Ausrufezeichen Musik? Ich vergesse sie jetzt mal. Da kriegst du dann die Epidemic Sound Playlist. Also ist die Musik. Und Selina, Hallöchen. Bist du zufrieden? Ist die Frage aller Fragen. Ach, super. Are you happy with the outcome? Guck mal, das sieht doch schon besser aus. Damit kann ich leben. Guck mal, Ausrufezeichen Musik. Ja, mach das, Mimi. Letztens hatte jemand gemeint, dass man die weißen Öhrchen von Katzen eincremen soll. Und das war auch so krass. Seitdem wir das machen, sind die Ohren meiner Katze nicht mehr so rot und heiß. Ja, krass, ne? Genau das meine ich. Und natürlich ist es immer wichtig, dass man auch Sachen dann nochmal selber recherchiert. Weil, ne, nur weil ich zum Beispiel was sage, heißt es nicht, dass es Gesetz ist. Oder weil jemand das halt im Chat geschrieben hat, heißt es natürlich nicht, dass das automatisch richtig ist. Aber allein, also dieses Horizont erweitern, ne? Das ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Wo ist der denn jetzt? Und wenn man dann solche Sachen, ist das der? Ja. Mitbekommt, finde ich das einfach super cool. Ich dachte, den gibt es auch noch in kürzer. Das ist natürlich jetzt ganz doof. Okay, dann müssen wir dann jetzt, ja, jetzt wird es stressig. Eine Sekunde, dann müssen wir mal jetzt hier umplanen. Dann schieben wir das noch ein Stück nach. Ja, ja. Krieg ich hin. Krieg ich hin. Ein bisschen ein Unfall. Naja. Marlies, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und ich wünsche dir natürlich auch einen schönen Mittag. Bitte zukünftig um Quellenangaben, genau. Hier wird nichts mehr gesagt ohne Quellenangaben. Ja, hier ist das natürlich jetzt eine andere Geschichte. Ich glaube, da müssen wir dann jetzt wirklich einfach den Zaun noch ein Stück zur Seite schieben. Auch wenn wir den jetzt schon eine Menge geschoben haben, aber it is wie it is. Und Pineapple-Hallöchen. Manoli, mach's gut. Schön, dass du da warst.
Hier geschieht das auch immer alles sehr respektvoll, voll. Ja, finde ich auch. Ach, ich habe die Farbe geändert. Nee, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Aber wir kriegen das hin. Ich glaube so und dann so. Richtig? Ich glaube, so müsste es sein. Boah, passt. Passt! Kann mir denn mal jemand sagen, wieso der Heuschnupfen heute reinkriegt? Ey, apropos das auch, ne? Also erstmal, Blackhead, ich hoffe, es wird schnell besser. Mit dem Juckreiz, mit den Katzen, was wir beim letzten Mal als Thema auch hatten. Was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ne? Super cool, also für uns jetzt, um dann zu gucken, wie wir das mit Prinzessin Awa machen. Also das ist, dafür bin ich auch immer super dankbar. Das ist auch einfach schön. So, und dann schieben wir das Stück hier rüber. Ich weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt genug Platz für die ist. Das müssen wir natürlich dann jetzt gleich auch nochmal kontrollieren. So, und hier können wir dann hier einfach einen Doppelzaun machen. Das ist ja wurscht. Okay, ganz wurscht ist mir das auch nicht. Ich glaube, so ist okay. So ist okay. So ist okay. Nee, Leon. Finde ich nicht gut. Mag ich nicht, will ich nicht. Tschüss, Leon. Becky, wo kommst denn du her? Da! Hab ganz viel zu lange geschlafen und jetzt habe ich noch ein bisschen Bauchi-Fauchi. Also ich würde mich einfach kurz einräumen bei euch. Becky, das ist ganz toll, weil wir hatten gerade nämlich ein ganz tolles Thema, dass es okay ist, wenn man eben nicht immer alles auf die Reihe kriegt. Und dazu gehört auch, dass man einfach mal lange schläft, weil der Körper es braucht. So, deswegen muckel dich hier schön dazu und gute Besserung natürlich. Dass es schnell besser wird. Nutella, Hallöchen. Also ich bin hingegangen, ohne überhaupt zu wissen, was ich möchte. Ich habe ihm dann gesagt, dass mein dunkler, ausgewachsener Ansatz halt stört. Und er hat mir dann ein bisschen Tipps gegeben, haben uns dann dafür entschieden, den Ansatz etwas aufzuhellen, damit es mehr mit dem Blond blendet und meine Haare nicht so strapaziert. Aber finde es echt schön auch. Mein Vater hingegen sieht keinen wirklichen Unterschied. Ja, also ich glaube, das ist immer so ein klassischer Moment, dass wenn man den Moment beim... Nee. Beim Friseur nicht mitbekommen hat, dann kann man das nicht nachvollziehen, was da jetzt passiert ist. Also, bin mir sehr sicher, also es reicht ja auch, wenn du den Unterschied siehst. Das ist natürlich jetzt hier ganz schön. Okay, ich habe eine andere Idee. Wir machen einfach so. Und dann stellen wir da irgendwas hin, damit die Esel da nicht hingehen können. Hab schon nur eine Tablette genommen, gefühlt wirkt nichts. Ach, scheiße. Das tut mir leid. Meine Mietz bekommt jetzt auch Lucky Lou, nachdem ich bei dir davon gehört habe und sie verträgt und liebt. Es war auch schwierig, mit den Allergien was zu finden. Ja, sehr cool. Das freut mich sehr, Julia. Das ist auch so ein Ding, ne? Also... ich habe auch vor ein paar Monaten eine andere Katzenfuttermarke getestet und die mochten das auch. Aber irgendwie habe ich dann so gesagt, dass ich mich irgendwie... Also es war auch super gutes Futter, ne? Die hatten auch tolle Inhaltsstoffe. Aber ich habe irgendwie... Also ich habe dann halt gesagt, dass ich das doch nicht machen möchte, weil... Ach, jetzt habe ich ja hier auch die Barriere schon gemacht. Das wäre so. Ich halt ja auch immer jetzt Lucky Lou empfohlen habe und so weiter und dann, weiß ich nicht, hat sich das irgendwie nicht richtig angefühlt. Mein Kater knabbert manchmal an meinem Fensterhenkel, heißt das so, das Ding zum Fenster öffnen. Fenstergriff, Fensterhebel, Fensterhebel, nee, Fensterhebel? Oh mein Gott, mir fällt es jetzt auch nicht ein, Leute. Griff. Ja, was, wie sagt man denn? Fenstergriff? Sagt man Fenstergriff? Ja, das hat sie auch gesagt, aber... Nee, Fensterhänger. Ja, ich hab... Warte, ja, jetzt bin ich... Gott, lasse... Ja, also, Gott. Mhm. So, was macht er da nochmal? Achso, der knabbert da dran. Zahnweh kann es nicht sein, er ist normal. Hm.
Vielleicht findet er es. Ist das kalt? Weil vielleicht findet er das toll, dass es kühl ist oder so. Ich glaube, Griff, ne? Türgriff, Fenstergriff. Fenster aufmacht, Dings. Finde ich auch gut. Ja, schön. Super. Okay, so, jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie groß das Ding denn hier ist. Zu klein. Gut. Das ist natürlich eine tolle Sache jetzt hier. Ich hoffe, die Esel mögen Bäume, weil sonst gibt's heute Eselbraten. Weil so ein großes Gelände ohne Bäume kann ich nicht machen. Geht nicht. Dann drücken wir jetzt hier nochmal ein bisschen gegen. Weil hier können wir halt nicht so weitergehen, weil da ist noch das Gehege von den Stachelschweinen, wie ihr seht. Das heißt, wir drehen nun diesen Zaun. Wir haben 5 Katzen. Unsere Katzen lecken an ganz unterschiedlichen Stellen. Ja, also Maya hat gestern auch Lukas Stinkefüße. Ich weiß nicht, ob abgeleckt oder nur dran gerochen, aber also nach dem Wandern. Das sind einfach besondere Tiere, ne? Muss man einfach mal so sagen. Muss man einfach mal so sagen. Warum ist das Gehege von den Stachelschweinen so groß? Also warum ist das über das eigentliche Gehege hinaus? Weil die hier unten noch eine Höhle haben. Da. Und damit das alles nicht als Ausbruch gilt, haben wir das einfach ein bisschen drüber gezogen. So, und dann schauen wir jetzt mal, warte mal, bis wohin geht die Barriere? Bis da. Ich glaube, wir können sie auch noch ein Stück rüberziehen. Ich glaube, so groß muss das nicht sein. Aber ich weiß halt nicht, bis wohin das geht. Und ich habe keinen Bock, dass da dauernd die Meldung kommt. Alarm! Deswegen, ja. Machen wir das. Sehr besonders, ja. Zahnweh kann es dennoch sein. Meinem Kater mussten letztes Jahr 2 Zähne entfernt werden, plus fetteste Entzündung im Zahnfleisch überhaupt. Und das muss dementsprechend schon länger wehgetan haben. Der hat aber auch noch ganz normal gefressen die ganze Zeit. Ja, vielleicht muss man das dann doch mal einmal, ups, kontrollieren. Ob es dann doch nicht Zahnweh ist. Ja, das ist auch ein bisschen scheiße, ne? Sieht gleich aus wie ein Penis. Ich glaube, wir gehen einen davor schon rüber. Dass wir den drehen. Ja, passt ja. Jetzt könnten wir dann ja eigentlich auch hier lang gehen, ne? Wenn das passt. Müssen wir jetzt einfach ausprobieren. Sonst wird die Höhle noch ein bisschen kleiner. Wenn du die Stachelschweinbarriere unterirdisch machst, kannst du die Eselbarriere überlappen. Ja, aber dann müsste ich hier irgendwie, weil hier oben geht die Barriere ja oben lang und dann müsste ich da irgendwie runter. Ich glaube, das ist schwieriger. Wir gucken mal. Das machen wir, falls das nicht gut geht, okay? Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Redhead, Hallöchen. Ich weiß ja nicht, was du für Penisse kennst, aber weiß ich jetzt nicht. Ja, ist Standard. Nee, aber wenn ich da jetzt so weitergemacht hätte, dann wäre das so ein bisschen Dödeloptik gewesen. Ich bin nicht hier für die Dödeloptik. Hazel, hallo. Bist du hier für die Dödeloptik? Schön, toll. Ja, Becky, habe ich doch schnell eliminiert. Gibt dir doch keine Dödels. Meint ihr, das reicht dann jetzt? Warte mal, mit wie viel wollen die denn leben? Okay, 7 geht noch. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Also, es sei euch ja gegönnt, liebe Esel. Ich freue mich ja für euch, wenn ihr viel Platz habt, aber... Ich wollte hier ein kleines süßes Gehege hinmachen. Ich
Wäre aber schon organic. Ja, ja. Mal gucken. Bei mir wird im Planet Zoo leider auch alles zu einem Schlong. Ja, das passiert auch schneller, als man denkt. Einmal nicht richtig hingeguckt. Zack, Penis. Katha, hallödeli. Freue mich aber dann hier muckeln zu können. Ja, muckel dich schön ein und gute Besserung. So, warte mal. Wir machen jetzt mal das hier. Das kann ja weg. Und dann von hier eine Barriere, wenn wir jetzt hier zumachen würden. Zack. Zack, zack, zack. Was sagst du dazu? Als ob! Das wäre genug Platz für einen Esel. Kann doch ein anderes Tier da rein? Mann! Ja, Paula habe ich auch jetzt schon überlegt. Mal gucken. Wir gucken mal, was noch, was so geht. Planet Zoo das letzte Mal vor 2 Jahren gespielt, würde eigentlich auch gerne mal wieder spielen, aber da gibt es jetzt so viel Neues, wo ich mich erstmal reinfuchsen müsste. Kann man eigentlich mittlerweile Zoos von anderen besuchen? Nee, kann man nicht. Aber ja, ich finde, man kommt da recht gut mit. Esel brauchen halt ihren Space. Ja, ich will denen das auch nicht verwehren, ne? Zwergpinguine kommen da rein. Findest du, das passt? Ja, sieh. Guck mal, das ist afrikanische Superhuhn. Man kennt's. Schweine. Das passt alles nicht. Ich finde, das Einzige, was da reinpasst, ist das. And you can take me home. Hä? Ich dachte irgendwie, der Strauß wäre in Afrika. Oder ist der bei A? Naja. Ich will nur mal kurz gucken. 1 bis 8. Ach, der braucht auch so viel Platz. Nicht ganz so viel. Mann, Mann, Mann. Können die nur zu zweit leben? Ja, die wollen, also die finden schon geiler, wenn die mehrere sind. Wenn die dann noch ein Kind machen, ja, also dann wird es schon schwierig. Alpakas, aber finde ich jetzt auch nie. Das ist doch Südamerika. Ja, heutzutage weltweit verbreitet. Ich finde halt, das ist auch eher was anderes, was ich mir vorgestellt habe. Ja, ich will jetzt auch nicht wieder zurück zum Erdferkel eigentlich. Schwierig. Ganz schwierig, Nathalie. Dankeschön für die 21 Monate. Vielen, vielen Dank. Aber die Kiwis sind ja halt eigentlich eher Ozeanien. Ich will jetzt nicht zu viel mischen. Ich glaube, der Esel ist es aber auch einfach. Ich finde, das schreit nach Eselgehege hier. Dann müssen wir es halt jetzt einfach noch größer machen. Vielleicht machen wir dann doch die Stachelschweine unterirdisch. Bei den Eseln können ja sogar eigentlich die Gäste auch rein, ne? Oder? Yes. Gäste fliehen hier vor. Okay. Dann sollten wir vielleicht nicht das betretbar machen. Ich finde es eigentlich perfekt für Schildis. Hast du bestimmt schon. Ja, wir haben schon ein Schildkrötengehege. Aber nur die Galapagos. Hier wären ja, glaube ich, noch die Aldabras, oder? Ja. Pinselohrschweine. Hm.
Die sind's, Leute. Die sind's. Wieso sind wir nicht früher da drauf gekommen? Also ich meine, wir haben ja hier hinten auch schon, wir haben ja hier diese, wie heißen die? Keine Ahnung. Die da? Halsband-Pekaris, aber da sind ja nochmal andere Schweine. Und außerdem ist es ja auch ein Mixgehege. Wollen wir dann die Pinselohrschweine da reinmachen? Weil das ist schon auch ein Schweinsgehege. Och, das war ja eine tolle Idee. Das ist eine ganz tolle Idee, Julia. Und Lukas. Lukas hat auch Schweine gesagt. Okay, ja gut, dann machen wir das. Ach so, ja, ich könnte auch mal wieder einmal kurz den Zoo so zeigen, ne? Das ist mittlerweile der Status vom Zoo. Krass, ne? Also ich bin auch mal wieder geflasht. Wir müssen aber dringend auch mal irgendwie hier was dran machen, weil das ist irgendwie immer noch so, mir so ein Dorn im Auge. Dieser Berg mit dieser komischen Struktur, das sieht irgendwie komisch aus. Aber ja, der ist mittlerweile ganz schön groß. Ja, also die Esel finde ich auch toll. Also irgendwann möchte ich auf jeden Fall auch Esel mit drin haben. Aber das ist jetzt, glaube ich, dann gut für die Schweine. Das ist super. Okay, finde ich auch schön, dass ihr das auch super findet. Ja, der ist mittlerweile wirklich sehr, sehr groß, der Zoo. Das ist auch echt viel Arbeit gewesen. Und ich liebe es, dass wir hier immer noch so viel Freude dran haben. Dass wir einfach. Aber das finde ich halt so schön an Planet Zoo. Ich finde, bei Planet Zoo kann man einfach immer einsteigen. Also das ist nicht so. Also natürlich ist das cool, das von Anfang an mitzuerlebt zu haben, wenn ne, die Entstehung des Zoos und jedes einzelne Gehege. Aber ich finde, man kann auch einfach bei jedem Gehege mit einsteigen. So. Also man hat dann nicht das Gefühl, dass man irgendwie was verpasst hat. So. Also das mache ich zum Beispiel auch voll oft, wenn ich dann irgendwie am Arbeiten bin oder so und sehe, jemand spielt Planet Zoo. Ist mein perfektes Arbeitsspiel einfach. Da kann ich perfekt rumlurken. Einfach super. So, jetzt werden wir dann noch das hier so ein bisschen gerade ziehen. Und das. Und dann. Ja, warte mal, machen wir vielleicht. Nee. Das weg, das weg. Und dann eins noch da. So, zack. Gibt halt super viele tolle Tiere voll. Ja. Das ist halt auch das Ding, ne? Wir könnten nur das Base-Game haben und hätten noch nicht alles im Zoo platziert. So viel, wie es mittlerweile gibt. Und nur mal kurz hier noch den bisschen hoch, weil das sieht ja schon ein bisschen komisch sonst aus, wenn das alles so schwebt. Da ist okay. So, und dann haben wir jetzt hier 652 Quadratmeter. Was haben die gesagt? Och, mega. Och, ist das toll. Das ist ja einfach nur super. Dann können wir den nämlich jetzt noch ein bisschen Wasser dahin machen. Schön. So, dankeschön für die 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Und schön, dass du da bist. Oh, und schöne Bella. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Kann man Schlammkuhlen bauen? Wäre für Schweinis auch cool. Es gibt eine. Hier einen. Lebensqualität-Objekt. Das ist so eine Schlammkuhle. Die finde ich für die auch super. Ich weiß nicht. Also, nee, es ist doch keine. Das hier. Ich weiß nicht, ob die das haben wollen, aber das fände ich auf jeden Fall auch super cool. Warum würde das nicht wollen? Frag ich mich. Aber ich möchte denen auch gerne eine Wasserstelle machen. Aber ich glaube, das ist eine coole Position. Ja, gut. Ist das hier wieder ein Stück runtergegangen? Ich habe alle Erweiterungspacks, ja. Yes, yes. So. Das mit den Schweinen ist, glaube ich, auch besser, weil. Also, ich hoffe zumindest, dass die hier besser durchpassen als die Esel. Bei den Eseln wäre das schon ein bisschen eng geworden. Auch das finde ich ganz toll. Das finde ich echt supi. Dann machen wir jetzt mal kurz noch einen Weg. Der hier so lang führen würde. Das ist jetzt natürlich
Warum nicht? Warum willst du das nicht? Ich wollte, dass wir hier einfach einen schönen Weg am Gehege machen. Ich hasse es. So krass zu sehen, wie toll dein Zoom mittlerweile aussieht. Schau deine älteren Streams aktuell auf YouTube, wo der Zoo gerade erst angefangen hat, da ich leider oft bei den Livestreams nicht dabei sein kann. Einfach nur schön und man merkt, wie viel Mühe du Zeit investierst. Vielen, vielen Dank. Also ich sag's ja immer wieder, das ehrt mich einfach sehr, dass ihr das auf Stream findet, ihr auch so viel nachschaut. Das ist einfach sehr, sehr schön. Ja, nee, das ist nicht an Barriere ausrichten. Und ja, vielen Dank natürlich auch fürs Kompliment. Und Tiffy, hallöchen. Schön, dass du da bist. Welches Erweiterungspack ist ein Must-Have für dich? Ich finde, das kann man bei Planet Zoo ganz schwer sagen, weil es einfach darauf ankommt, also, ne, wenn man jetzt gerne baut, welchen Stil baust du gerne? Und bei, ich glaube, es ist wirklich einfacher, wenn wir den Zaun unten lang machen. Und welche Tiere magst du gern? Das sind so die Sachen, wonach ich das entscheiden würde. Und deswegen, also ich würde keins missen wollen. Ich finde einfach alle so toll. So, seht ihr, das meine ich. Das ist halt super schwer, da immer dann irgendwie runterzukommen. Wenn man das eigentlich oben gemacht hat. Das ist immer so ein bisschen belastend. Oder warte, vielleicht können wir das auch schon ein Stück früher anfangen. Wir müssen jetzt mal kurz gucken, ob das klappt. Gestern deinen Vlog geguckt, fand das so toll, wie du uns mitnimmst. Das freut mich. Da kommt am Sonntag auch noch ein neuer. Ein neuer Vloggedy-Vlog. Nee, unten bitte. Nicht oben. I want to go under. Down under, please. Ja, ich glaube, das wird nichts. Ja, es ist schon auf ganz kurz. Wenn ich vielleicht... Ich verstehe das auch nicht, weil die Barriere ist doch durchsichtig. So, warum... Gibt es auch Tiere wie Mammuts oder Dodos oder ist es komplett auf realistisch aktuell lebende Tiere beschränkt und die ausgestorbenen gibt es bei Jurassic Park? Genau, also es gibt hier nur Statuen von Dodos, tatsächlich. Ausgestorbene Tiere gibt es nicht. Finde ich aber auch gut eigentlich. Bei Zoo Tycoon gab es das ja damals, da gab es so ein Dino-Erweiterungspack. Oder kann ich... Nee, kann ich nicht. Oder ich mache jetzt erstmal, lass mich hier ruhen. Deswegen mache ich das immer einfach oben lang. Weil dann hat man, ist man auf der sicheren Seite. Aber... Gelände ist zu uneben, um etwas Durchsichtiges zu platzieren. Also das kann auch nur Planet Zoo. Das kann nur Planet Zoo. Jetzt haben wir einen Run. Ich weiß halt auch nicht, wie klein die Stachelschweinbabys sind. Und das ist dann auch immer noch mal ein bisschen schwierig. Weil die sich dann manchmal irgendwo durchzecken. Wo sie nicht durch sollen. Ja, wir können auch hier hochgehen, wenn du hier hoch willst. So, wie das für dich am besten passt. Na komm. Na komm, noch ein Stück. Ein Stück noch. So. Zack. Dann können wir die hier schon mal wegmachen.
So. Da ist eins drin. Alright. Jetzt müssen wir nur noch die andere Seite verbinden. Dann haben wir es geschafft. Ding. Verzweiflung mit Wegen und Barrieren fühle ich. Ja, das ist auch das Einzige, was bei Planet Zoo wirklich belastend ist. Komm, du schaffst das. Sei mutig und stark. Guck mal, hier ist schon die Verbindung. Na komm. Du willst es doch auch. Du willst hier hoch. Ich sehe das doch, wie du kämpfst. Ich hab's gleich, Leute. Das Problem ist, dass die Steine hier so hervorstehen, wisst ihr? Vielleicht müssen wir einfach hier noch einen Stein hinkloppen, der dann quasi wie so eine Treppe ist. Und das finde ich halt doof, weil eigentlich ist es halt unsichtbar und dann bräuchte es halt keinen so einen Stepping Stone. So, aber daran scheitert es dann. Das finde ich richtig doof. Was sind noch so deine Pläne für heute? Eigentlich nicht viel. Eigentlich, also heute steht eigentlich nichts mehr an. Einfach ein bisschen mit dem Lucky Zeit verbringen. Morgen haben wir dann morgens den Lokana-Stream. Und ja, nicht dahinter. Oh, ja, stimmt. Und danach wollen wir eine Runde wandern. Der Lucky hat uns eine tolle Route rausgesucht. Und Sonntag soll es bei uns richtig krass regnen. Da hoffe ich, dass ich da mal wieder ein bisschen regnen... Ach, dass ich ein bisschen regnen kann. Ein bisschen lesen kann. Oh, Leute, we did it. Okay. Nicht schön, aber selten. So, ist das jetzt der... Warte, habe ich jetzt einen gelöscht? Ich sehe jetzt nicht mehr, ob das dazu gehört oder nicht. Ist es zu? Ja. Okay. Eieiei. Lea, hallöchen. Schön, dass du da bist. Ja, wir sind beide wieder live. Ja, morgen könnt ihr wieder bei uns beiden zuschauen. Aber diesmal sind es nur wir beide. Also Bianca ist diesmal nicht dabei. Und ja, da könnt ihr dann auch nochmal Fragen stellen und so. Freuen wir uns auch schon sehr drauf. Ihr Wandermäuse, ja wirklich. Richtige Wanderleute jetzt. Ich freue mich auch schon. Ach, du gehst mir auf den Keks. Dann machen wir jetzt hier die Barriere nochmal weg. Oder meint ihr, das ist jetzt auch, weil es unterirdisch da eine Barriere ist? Junge, nicht raus. Kannst du keinem erzählen? Warum? Warum? Wurde schon der neue Sims-Trailer angesehen? Ich lade heute Abend eine Reaction hoch. Also heute kommt doch kein Become Human, das kommt dann morgen. Hat mir wieder so viel Spaß gemacht. Oh mein Gott, das war so krass. Und heute kommt die Reaction zum Trailer. Ja, ja. Wandern klingt schön, wünsche euch morgen viel Spaß. Vielen Dank. Ich finde es so toll, dass du das Wandern für dich entdeckt hast. Ich würde auch so gerne wandern, aber ich finde einfach kein Schuhwerk. Also, ich kann es nur wiederholen, ne? Meine Schuhe in der Knaller sind, wie gesagt, schon teuer, aber es lohnt sich wirklich jeder Cent. Also, es ist einfach nur... Dann machen wir es jetzt so. Dann können die halt so da gucken und da halt nicht. Können die sich beim Wegetool beschweren. Ja, aber warum kann ich denn da jetzt auch schon wieder nicht dran? Ich verstehe es nicht. Okay. Also ich habe ja die Lova Renegade und ich würde sie jederzeit wieder kaufen. Und auch alle, die mir geschrieben haben,
die auch haben, die haben die auch schon mehrere Jahre und lieben die und sind damit schon die krassesten Sachen gewandert und also sind einfach toll. Eine Freundin von mir, mit der ich immer Bücher lese, hat mit Twitch und generell PC-Technik nichts am Hut, aber sie hat gesagt, ich soll ihr den Link für den Stream morgen schicken, sie will zuschauen. Hab sie so angefixt mit Lokana. Ja, mega. Voll cool. Das freut mich. Und Luisa, hallöchen, mir geht's sehr gut. Ich hoffe dir auch. Ganz ehrlich, zur Not nicht durch die Berge gehen, dann reicht zum Starten auch normale Schuhe, wenn man sich keine teure Schuhe leisten kann. Ja, voll, auf jeden Fall. Aber ich habe schon echt einen krassen Unterschied gemerkt. Wir haben dann ja, einen Tag sind wir ja durch Millstatt gelaufen. Und da hatte ich dann, also einfach nur so, weil wir da ja lang gefahren sind. Ich mache es jetzt einfach so, Leute, und dann machen wir da ein bisschen Busch hin. Und da hatte ich dann halt einfach meine Converse ganz normal an. Und ich hatte direkt einfach wirklich nach Minuten Rückenschmerzen und mir tat dann alles weh. Und mit meinen Wanderschuhen kann ich jetzt Stunden laufen und mir gar nichts. Also es ist einfach wirklich der absolute Hammer. Kommt die Reaction dann aufs Infinity wie gewohnt um 18 Uhr? Yes, genau. Gehe fast jedes Wochenende mit meinem Papa wandern, leben auch im Gebirge, ist so schön hier zu wandern. Ja, das glaube ich, wie toll. Nächste Woche geht's bei uns auch in den Wanderurlaub. Das ist einfach toll in der Natur, meist in den Bergen oder im Wald zu wandern. Ja, sehr cool. Wo fahrt ihr hin? Also wenn du es erzählen magst. Und Miri, hallöchen. Wenn man das oft macht, lohnt sich die Investition auf jeden Fall. Aber meinte, man soll lieber einfach starten, nicht wochenlang planen und es dann am Ende nicht machen, nur weil irgendwas fehlt. Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ich bin ja immer so eine Maus. Ich denke immer, ich brauche das Top-Equipment. Ich war ja mega ausgestattet. Luki gar nicht. Luki ist mit Pizzasocken wandern gegangen. Aber hat auch geklappt. Also man braucht auch keine Falke-Socken, um wandern zu gehen. Aber sind schon tolle Socken. Also ich war sehr zufrieden. Nach Schladmingen ist nicht dein Ernst. Da waren wir auch vor 3 Wochen wandern. Wie witzig ist das denn? In der Heide kann man auch schön wandern. Ist das da oben, wo der Heidepark ist? Ist das Heide? Also ich kenne nur Bispinger Heide. bis auf die Wanderschuhe hatte ich auch nichts. Ja, das stimmt. Aber Socken kaufe ich mir jetzt auch. Ja, das macht schon auch Sinn, ne? Bin auch so perfektionistisch, es muss alles vorhanden sein und sitzen, ja. Also es macht einem ja oft auch, also gerade beim Wandern, wenn man jetzt so Strecken macht, wie wir gemacht haben, macht es einem das Leben schon leichter, ne? Warte mal, ist das jetzt hier nicht zu? Doch. Aber man braucht es halt nicht zwingend. Lüneburger Heide, ach so, ja schön. Ja, das ist von uns ja auch nicht so weit. Da müssen wir dann auch mal hindüsen. Und Lea, hallöchen. Wir machen gerade Wanderurlaub in der sächsischen Schweiz. Da möchte ich auch gern mal hin. Das sieht ja auch so traumhaft aus. Ich kenne Schladming nur aus dem Winterurlaub. Jetzt wird es mal im Sommer inspiziert. Es war auch wirklich sehr, sehr schön da. Also wir sind dann auch da. Ich weiß nicht, ob wir den. Ich glaube, wir sind nicht den Dachstein hochgewandert, sondern wir haben wir sind einen Berg hochgewandert, wo man Blick auf den Dachstein hatte. Und dann waren wir bei diesem. Ist der Spiegelsee? Das war sehr, sehr schön da. Aber da konnte man leider nicht den Gipfel besteigen, weil da halt Unwetter waren vor ein paar Wochen oder so, keine Ahnung. Deswegen war da der eine Gipfel gesperrt, aber den anderen konnte man besteigen. Und Space Engineer, hallöchen, herzlich willkommen. Aber uns hat es auf jeden Fall auch super, super gut gefallen. Sind wir ehrlich, es gibt auch viele, die alles kaufen und es dann einmal machen. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. So, jetzt können wir nämlich dann hier einfach einen richtig schönen Baum hinknallen. Vielleicht hier nochmal so eine Akazie. Und dann ist das auch schon mal ein bisschen hübscher. Und dann nehmen wir uns hier noch so ein bisschen Gestrüpp. Und machen hier unten noch so ein bisschen Gestrüpp vor. So. Dann brauchen wir noch einen Stein. Da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen gucken, weil da die Höhle drunter ist. Dann nehmen wir dann vielleicht
einen etwas flacheren Stein. Sonst kommen die da aus der Decke wieder raus. Die Lücke sah gerade so groß aus und jetzt, wo der Baum da steht, wirkt das direkt voll klein. Ja, ich sag's euch, diese kleinen Sachen machen so einen Unterschied. Einfach ein Baum drauf, paar Steine drumherum. Das Leben ist schön. Wüsten. Ich glaube, die sind das, ne? So. Was habe ich hier vorne noch? Die sind auch schön. Achso, das ist aber der Elefantenbaum. Den habe ich in den Boden gesteckt. Was ist das? Auch der Elefantenbaum. Na gut. So. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt einmal die Schweine da reinmachen, um dann zu gucken, was die so mögen. Achso, aber wir müssen erst noch hier uns um den Weg kümmern, dass die Mitarbeiter da auch hinkommen. Und hoffen, dass die... Ja, natürlich geht das wieder nicht, ne? Ich krieg die Crisis. Und hoffen... Hatte ich da den roten Weg? Ja. Dass das Tor dafür auch gilt. Warum will das jetzt nicht von da abgehen? Huch. Ja, hör mal, mach, was du willst. Geh ruhig nochmal da rein, das sieht man ja nicht. Ach so, hier ist ja auch direkt der... Ah, das wäre natürlich jetzt dann auch clever, einfach da direkt die Verbindung zu machen, ne? Okay, dann müssen wir... Dann schieben wir. Schieben wir ein bisschen. Kommt der Busch noch hier so mit hin? Irgendwie? Gucken wir gleich mal. Der machen wir weg. Und den löschen wir auch kurz weg. Nee, hör auf. Lass los! Ich lass los. Lass jetzt los. Ich drücke Steuerung. Lass los. Huch. Dann nehmen wir den Busch und schieben ihn woanders hin. Genau. Oh, Entchen. Dankeschön für dein Prime-Sub. Herzlich willkommen, Universum. Vielen, vielen Dank für den Sub. Halt dich gut fest, schneid dich an und dann geht's ab ins Universum. Vielen, vielen Dank und danke für den Raketenmodus, ihr Lieben. Und Lea, dankeschön für die 17 Monate noch. Ich glaube, da habe ich auch noch nicht Danke gesagt. In der Mittagspause geduscht und auch noch einen Cappuccino gemacht. Jetzt geht's an den Endspurt. Bin echt diese Woche so hart demotiviert, aber mit euch geht's etwas leichter. Das ist schön, Blackhead. Und bald ist Wochenende. Nur noch ein paar Stündchen. So. Zack. Und dann gehen die hier so lang, dann gehen die hier so lang. Dann, ach, ist das schön. Saba. So, so. Ach, schön. Schön, wenn es mal einfach ist. Ja, perfekt. Okay. Und dann schnappen wir uns jetzt noch so einen Baum. Und schieben den hier rüber. Und der kommt dann da so ein bisschen raus. Und dann nehmen wir hier noch so ein bisschen von dem Farm. So. Okay, das würde man dann nicht mehr sehen. Machen wir da noch so ein bisschen was davon hin. Und hier vorne können wir das auch noch super hinmachen. Ist ja nochmal was anderes, ne? Mal ein bisschen mehr verschiedene Sachen da drin. So. Oh. Hat ein Vogel gerade auf unsere frisch gewaschene Wäsche gemacht. Ey, die wissen das, oder? Die wissen das einfach. Und Melanie, Hallöchen, schön, dass du da bist. Mir hat auch letzte Woche, ich war in der Waschanlage und dann hat mir auch einfach ein Vogel auf die Motorhaube geschissen. So ein Flatschen. Ja, mein Beileid. Gibt es einen Begriff, wenn man wiederkommt? Was? Ich dachte jetzt, du meinst Unlurk, aber... Was ist mit Forel? Was? Wie bitte? Was möchtest du sagen? Ich freue mich so gleich auf meinen Feierabend Eiskaffee. Oh, ich muss mir auch unbedingt wieder was kaufen. Ich habe kein 3 Moin mehr.
Morgen ist bei uns endlich wieder Pen and Paper Time. Freue mich so. Oh, wie cool. Was spielt ihr für ein Abenteuer? Also habt ihr selbst eins geschrieben oder... What you doing? Oh, das ist ja der Savannenfelsen. Ich dachte irgendwie, das wäre Wüste. Naja, nicht so schlimm. Sehr cool, sehr cool. Ich war in der Waschanlage und eine Stunde später einfach Vogelschiss auf dem Auto. Also das kannst du keinem erzählen, ne? Das kannst du echt keinem erzählen. Sorry, nee, ist ja nicht schlimm. Ich verstehe nur nicht genau, was du meinst. Also, ich weiß nicht, was du damit den Fischen geschrieben hast. Einfach schön bei euch, Leute. Da muss ich mich trotz Fieber mal eben vom Sofa schälen und meinen Prime-Sub vergeben. Och Mann. Gute Besserung für dich und nochmal vielen, vielen Dank. Auf der Convention im Mai saß eine bei uns im Picknickdeckenkreis und ihr hat einfach einen Vogel auf die Perücke gekackt. Ach mein Gott. Ja, Pain. Pain, Pain, Pain. Okay. Was nicht Pain sein wird, ist die Platzierung der Schweine. Das wird nämlich jetzt alles ganz glatt laufen. Da bin ich mir sehr sicher, Leute. Haltet euch fest. The Schweins are coming. Oh, guck mal, dann haben wir ja jetzt ja zwei Schweine nebeneinander. Die Stachelschweine und die Pinselohrschweine. Das ist, finde ich, ja toll. Machen wir da oben. Hallo. Nein. Nee. Hä? Pinselohrschwein. Hä, warum ist denn jetzt Play? Nana, Hallöchen. Bin mal frisch geduscht aus dem Haus und nach 10 Metern hat mir eine Krähe auf den Kopf gekackt. Aber sagt man nicht, dass das Glück bringt, wenn man vom Vogel angekackt wird? Die wollten wie nochmal leben? Ein Männchen nur. Okay, Leute. Hier gibt es nur einen Mann. Nehmen wir Baruti oder Sekai? Ich glaube, wir nehmen Sekai. Der hat noch ein bisschen bessere Stats. So, overall. Und dann direkt hier... Bummi. Heißt zwar Bunmi, aber egal. Wir nehmen direkt alle drei Ladies. Und Baruti findet bestimmt auch noch ein schönes Zuhause. Ich würde dich auch mitnehmen, aber dann gibt es hier Krieg. Das möchte ich bitte nicht. So. Und dann dürft ihr in den Zoo. Okay, und anscheinend klappt es auch, ne? Dann machen wir nämlich hier auch direkt Pinsel. Boah, Schwein. Gehege. Und dann, bevor die jetzt hier losrennen, machen wir noch den Arbeitsbereich wieder rein. Ich habe auch mal gehört, kann ich jetzt nicht verifizieren, also ist nichts Besonderes passiert seitdem, aber auch nichts Schlechteres. Also ist es verifiziert, ne? Ist so. Sagt man nur, damit die Leute sich nicht noch beschissener fühlen. Good one. Wir schreiben alles selbst, ist ein bisschen wild bei uns, weil wir nicht immer in der gleichen Konstellation sitzen, sind wir eine Art Söldner-Abenteurergruppe, geil. Die Abenteuer laufen immer nur 1 bis 2 Abende, damit es kein Problem ist, wenn die Spieler durchwechseln. Ja, mega! Klingt richtig cool, ganz viel Spaß. Sowas ist mir auf dem Weg zur Arbeit passiert, komme aus der U-Bahn und platsch, kackt mir eine Taube voll auf den Kopf. Gut, dass es nur noch 3 Minuten zu Fuß waren und unsere Agentur eine Dusche hat. Oh Mann, ey. Ja, das ist schon krass, ne? So, und dann wollte ich ja hier noch eine zweite, also eine Tierpflegerhütte mit reinmachen, ne? Hier. Das wäre vielleicht noch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das geht. Probieren wir mal kurz. Ich stecke da jetzt keine Mühe rein. Wenn es nicht klappt, lassen wir es. Ich lasse mich davon jetzt nicht an meine Grenzen treiben. So, warte, wir gehen einfach in die Baugruppe. Achso, die ist ja auch ganz schön tief, ne? Ja, dann geht's wahrscheinlich nicht. Das sehe ich doch jetzt hier wieder vor mir. Ja, das ist natürlich... bisschen weit abgerutscht. Ja, schade. Dann wird das einfach eine Abstellkammer oder so. Gucken wir mal. Aber jetzt drücken wir erstmal auf Play, damit die Schweinchens auch kommen. Der Zoo ist sehr groß schon, ja, das stimmt. Und Aileen, danke für dein Glück. Die Elche sind wieder unzufrieden, die Besucher auch. Ist mir egal. Ihr seid mir alle egal. Ich
Wir mussten im Kindergarten nachmittags mal nach drinnen fliehen, weil da ein Vogelschwarm auf den Bäumen hausiert hat. Und das war, naja, eine Kackangelegenheit. Oh mein Gott, lustig. Ach, das ist ja sehr witzig. Die Schweine kommen. Guck mal, die Melli ist zu Besuch. Witzig. Hallo, Melli. The Schweins are coming. Hallo. Na, du kleine Maus? Bist wahrscheinlich noch nicht so zufrieden, ne? Doch, es geht. Platz ist aber super, das freut mich. Da ist direkt ein Tier verstorben. Oh, ja, guck mal, gerade noch unzufrieden. Jetzt ist er tot. Das tut mir leid, Benny. Ruhe in Frieden. Ich glaube, da müssen wir vielleicht dann nochmal ein neues Männchen holen. Aber das ist jetzt nicht unser Problem. Wir sind jetzt bei den Schweinen. Deine Freunde kommen gleich, versprochen. Der Elch war todunglücklich. Ja. Ruhe in Frieden. Und, wie findest du das so sonst? Schon nicht schlecht, ne? Bepflanzung ist noch ein bisschen kacke. Wie, das findest du doof? Ja, tut mir leid. Wir machen es besser, okay? Wir kriegen das hin. So, langes Gras findest du richtig beschissen. Du willst viel mehr Erde. Dann gibt es jetzt erstmal ganz viel Erde. Guck, ach, guck mal, wie sie alle dahin rennen. Süß. Okay, jetzt wird's langsam, also ja. Ihr dürft euch nicht so viel vermehren, bitte. Ich finde, die Schweine sehen vom Fell aus wie mein Kater Bob. Ja, vielleicht ist er heimlich auch ein Minischwein. Och Mann, süß. Das finde ich ja ganz toll. Ja, also ich meine, von mir aus könnt ihr jetzt auch einfach so ein Erdgehege haben, ne? Kein Problem. Och. Nee. Oh. Sieht auch ein bisschen eklig aus. Sieht ein bisschen aus wie so Gedärme, die da so rausquellen. Schön mit euch, liebe Schweine. Ach nö, warum? Gut, also ich glaube, wir müssen den Zaun leider überall nochmal ein bisschen... Das wird jetzt ein bisschen schwierig. But we can do it. Ich wollte ja nur, dass er nicht schwebt. Was habe ich jetzt davon? Schweine hüpfen raus. So, ich wette, jetzt könnt ihr da nicht mehr raus, richtig? Ha, seht ihr? Nicht mit mir! Hatte auch schon mal die unverpackten... Achso, warte, da. Hab mir gestern endlich mal Pulver für die Waschmaschine, für die Spülmaschine gekauft. Dieses unnötige, jeder Tab einzeln in Plastik verpackt, hat mich schon jedes Mal so gestört. Warum bin ich nicht früher drauf gekommen? Ich habe tatsächlich früher auch mal Tabs benutzt, tatsächlich aber aus dem Unverpackladen, also mit, ne, dass man die da so kauft. Aber jetzt benutzen wir auch einfach Pulver und es ist absoluter Gamechanger. Also ich fühle sehr, was du gerade fühlst, Josi. Ja. Stimme ich dir zu. Finde ich auch gut. Ob er mit den Pinselohren fliegen kann wie Dumbo, ja vielleicht, ne? Vielleicht ist er deswegen so fähig. Naja, dann schwebt der Zaun halt jetzt ein bisschen. Nicht meine Schuld. Ich wollte, dass es hier alles friedlich ist. They chose violence. Warum? Ja, warum? Junge. Ich
weiß ja nicht mehr, wo ihr da rausspringt. Das ist so, das, also, hä? Es gibt heute Schweinebraten. Nee. Och. Mann, du kleine Drecksau. Och, jetzt hör doch mal auf. Ja, okay. Komm, wir machen hier Notfall einfangen. So, okay. Jetzt einfach wieder reingesprungen, Leute. Habt ihr das gesehen? Ach, das war ja schön. Gott, so einfach lösen sich die Probleme. Voll die gute Idee. Eine kleine Steinmauer unter den Holzzaun sieht bestimmt gut aus. Ja, das könnten wir machen. Wisst ihr, da wollte ich... Ich wollte es denen einfach schön machen. Ich wollte, dass sie einfach so einen süßen, tollen Zaun haben. Und die so... Nee, wir sind jetzt auch einmal... Spider-Schwein. Spider-Schwein. Nur mal gucken, wie so deren Toleranzgrenze ist. Ja, dann auf einmal nicht mehr, ne? Aber hier noch ganz akut. Wenn jetzt da noch einer rausspringt, kommt zum Schlachter. Spaß, Leute. Ja, wie? Also, das ist doch eine bodenlose Frechheit. Ist das vielleicht, weil der Bereich hier nicht... Also... Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Ja. Weil das nicht so... hoch ist. Now it's gray. So, nimm ich. Deswegen denkt ihr hier, ihr werdet hier Peter Pan. Sieht aber schon süß aus, wie die hüpfen. Ja, deswegen will ich auch einfach eigentlich keinen Schweinebraten. So, jetzt haben wir nur noch... Wo war jetzt noch was? Da. Wegen dieses Steins. So weit werdet ihr wohl nicht springen können. So. Ja, und warum könnt ihr hier raus? Ich dribbel das System hier dreifach. Bis es klappt. Lass es. Ah! Wetten, wenn wir gleich Babys haben. Wetten, wenn die Babys kriegen. Rennen die... Natürlich rennen die dann hier unten durch. Okay, Leute. Okay. Wir brauchen eine Steinfront. Natur. Och, sind die aber auch süß, ne? Ihr dürft alles machen, was ihr wollt. Es ist mir egal, ihr seid so süß. So. Und dann... Warte. Zufällige Drehung. Die Geräusche sind auch ein bisschen witzig, die diese machen. Nee, nicht so drehen. Ihr sollt... Egal, dann drehe ich selbst. Lala. Ist das bei jedem Gehege so anstrengend? Nee, nur bei... Also, das Ding ist halt, ich mache halt immer eine natürliche Barriere. Und wenn man eine natürliche Barriere macht, dann kann das halt immer vorkommen. Wenn du jetzt einfach nur die Barrieren nimmst, die warum ist das jetzt wieder so? Wenn du einfach die Barrieren nimmst, die das Spiel vorgefertigt hat, dann ist es in der Regel nicht so, dass du da so Probleme mit hast.
Wenn die sich jetzt auf die Steine stellen, ne? Finden sie gut. Aber das hat denen jetzt wieder Platz weggenommen. Ja, kann ich auch nichts für. Seid ihr selber schuld. Okay. Aber immerhin können sie jetzt nicht mehr... Können sie nicht mehr ausbrechen. Wäre ja auch schlimm, wenn es mal keine Steine im Stream gibt. Eben. Und Anna, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Quarkbällchen, Hallöchen. Was denn, wenn du den Zaun einfach kopierst und identisch da drunter setzt? Ja, das hätte ich auch machen können. Aber jetzt habe ich die Steine schon dahin gekloppt. Okay, warte mal. Ich mach's nochmal. Warte. Wir testen es mal kurz. Das ist nämlich auch ein sehr guter Plan. Nein. Wir machen einfach so. Zack, zack. Das könnt ihr machen, wenn ihr Steuerung drückt. Und dann Steuerung X, da könnt ihr es dann kopieren. Dann all den. Das ist eine sehr gute Idee gewesen. Das war eine super Idee. Not with me, Schweinchens. Vielen Dank für die Idee. Das war ein sehr cleverer Einfall. Die von damals, Hallöchen. Und Vanni, Hallöchen. Ja, heute Abend kommt eine Reaction zum Stream. Zum Trailer. So, die können da auch rein. Wie denn? Hüpfen die da rein? Hüpfen die da ernsthaft durchs Fenster rein? Okay, dann müssen wir das Haus nochmal kurz umbauen. Luki Life ist live. Ja, das dürft ihr mir eigentlich nicht sagen. Weil Luki macht das immer heimlich, damit ich nicht offline gehe. Weil ich immer will, dass ihr lieber bei ihm zuschaut als bei mir. Wisst ihr? Aber egal. Bisschen machen wir noch und dann gehen wir zum Luki Life. Rupi, Schrober, Stein. Ich will aber diese Farbkombination. Wie kriege ich das denn jetzt auf diesen Stein? Hat mein Spiel gerade selber entschieden, dass wir jetzt, dass es Zeit ist, den Stream zu beenden? Hä? Was soll das denn? Also bei Planet Zoo ist das auch immer so. Einfach so ohne Vorwarnung. So, nee, ich kann jetzt nicht mehr. Tschüss. Ja, ich hoffe, dass es jetzt noch nicht so lang her ist, seit er gespeichert hat, weil ich habe nicht gespeichert. Das ist eigentlich für ein Ding. Guck mal, schon wieder der Elefant. Dass der erste Pfannkuchen immer hässlich wird, das ist Gesetz. Das ist bei der Waffel so, das ist immer so. So, schauen wir mal, was hier jetzt als letztes passiert ist. Drückt die Daumen in Chat. Ich glaube, der PC, dem ist heute auch einfach zu warm. Der hat auch Feierabend gemacht. Planet Zoo und Sims haben mehr gemeinsam, als wir denken. Spontane Abstürze zum Beispiel. Ja, aber ich finde, bei Sims, also da friert das Spiel wenigstens ein. So, da weiß man schon so, oh, jetzt passiert's irgendwie. Und bei Planet Zoo ist immer so, aus. Okay, also, ich sehe das Schlammbad, ich sehe alle Schweine, aber nicht, aber guck mal, das hat echt vor, also vor kurzer Zeit gespeichert. Nur der doppelte Boden ist noch nicht da. Crazy. Dann speichere ich jetzt mal selber, damit wir das auch auf jeden Fall haben. Marie, Dankeschön für deinen Zap, herzlich willkommen im Universum, halt die gut fest, schneide dich an und dann geht's ab ins Universum. Vielen, vielen Dank. Achtung, hier kommt dein Raketenmodus. Und PHL Pharma, Hallöchen, herzlich willkommen. Ja, das bin ich. Da sind deine Raketen. So. Dann machen wir das Ganze nochmal. Ey, das waren die Schweine. Die Schweine haben sich gedacht, die Alte denkt, sie kann das System dribbeln. Dann dribbeln wir das System auch. Ach, das war ja jetzt sehr lustig. So, danke für die Raketen, ihr Lieben. Ich hätte so gern Planet Zoo, aber das ist so teuer. Aber das ist wirklich dauernd im Angebot. Also es würde mich nicht wundern, wenn das nicht jetzt, wenn es jetzt gerade beim Summer Sale nicht auch im Angebot ist. Natürlich. Also, falls ihr Planet Zoo kaufen wollt, 15 Euro. €15,74. Ihr glaubt nicht, wie oft ich Josi dieses Spiel schon schenken wollte. Aber sie hat halt kein Endgerät, wo sie das spielen kann. Deswegen bringt es nichts. Aber
ist sehr, sehr günstig. Also die Packs sind auch alle reduziert. Guck mal hier um die Hälfte. Also mega geil. Rein da, Leute. Und Instant Gaming finden wir nicht so gut hier. Also ich zumindest. Deswegen promote ich das nicht. Aber es kann natürlich trotzdem jeder für sich selbst entscheiden, wie er damit umgeht. Ja, ich glaube, so ist auch gut, ne? Wenn wir da so ein... Achso, das könnte... nee, ist vielleicht auch dann zu breit. Aber es soll halt diese Farben haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... schwierig. Ich glaube, ich muss gleich Geld ausgeben. Ich wollte es euch nur am Rande erzählen, ne? Wollte es euch nur... kurz erzählen. Weiß jemand, wie man diese Farbe jetzt... Also ja, warte mal. Vielleicht, wenn ich da jetzt einfach überall einmal drauf drücke, so lalala. Wenn ich jetzt... Das passt doch Pi mal Daumen. Ja, super. Auch guck mal, jetzt haben wir hier schon wieder das mit dem Dach. Das ist irgendwie... Also wir haben da zwei Dächer... Ja, da waren zwei Dächer übereinander. Ich glaube, das ist das Problem. So, das hätten wir gerne nochmal. So, jetzt sollte es dann auch passen. Woran liegt das mit Instant Gaming? Ist das nicht so gut? Na, ich finde es halt einfach nicht so eine tolle Plattform. Also ich finde alleine, also ich habe da auch schon mal was gekauft, wenn ich jetzt so Verlosungscodes und so kaufe, dann habe ich das auch schon mal da gemacht. Alleine, wie man das teilweise übermittelt bekommt, so super sketchy, so ein Screenshot von so einer Karte, die irgendwo gekauft wurde. Ja, das ist halt einfach, das sind so diese typischen Reseller-Seiten, MMOGA oder wie das heißt, das ist ja auch genauso. Ja, ich bin da einfach kein Fan von. Klar, bei großen Studios macht das jetzt nicht so einen riesen Unterschied, weil, ne, die haben Kohle, so. Aber bei kleinen Studios glaube ich, dass es immer besser ist, wenn man, oder ich meine zu wissen, wenn man das dann wirklich über die normalen Wege kauft und eben nicht über solche Reseller-Seiten. Ja, aber wie gesagt, da kann jeder umgehen, wie er möchte. Also ich möchte das niemandem vorschreiben, aber deswegen promote ich das nicht. Deswegen sage ich nicht, ja, kauf das da, weil ich finde, dass es nicht sonderlich seriös wirkt. Also es ist, für mich fühlt sich das ein bisschen an wie so eine Grauzone, so kurz vor illegal. Das macht vom Preis durch irgendwelche Gebühren auch keinen Unterschied bei Instant Gaming, dann lieber direkt. Ja, das kommt noch dazu, ne? Dass da immer noch irgendwelche komischen Gebühren zukommen. Auch wenn man mit PayPal bezahlen will, muss man dann die Gebühren tragen und sowas. Also ich finde das alles irgendwie komisch. No way, danke. Herzlich willkommen, wollte ich sagen. Schön, dass du da bist. Und Anna, mach's gut. Schön, dass du hier warst. Ich habe irgendwo bei sowas einmal was geholt und es war einfach Scam und ich habe das Spiel nie gesehen. Ja, krass. Ja, und deswegen denke ich mir auch immer, dann lieber auf Sale warten und das Spiel dann über die normale Art und Weise kaufen. Also sehe ich halt so, aber ne? Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. So, das finde ich jetzt gut. Da können die Schweinchen jetzt auch durch. Dann brauchen sie natürlich jetzt nur noch was zum Schlafi. Haben die denn Pinsel? Oh. Die würden gern auf Heu schlafen, finde ich auch. So, schöne Bettchen kriegen die da noch rein. Süß. Und dann gibt es hier noch ganz viele tolle Sachen jetzt. Warte, das soll aber ein Stück runter. Nee. X. Hat geklappt. Yes. Och, die mögen auch die Kratzbäume. Ja, guck mal, dann kriegt ihr, ist das auch? Ja, dann kriegt ihr so eine Tamarinde. Könnt ihr auch zweimal, obwohl, können wir lieber noch was anderes machen. Und so eine Reibesäule könnt ihr hinten noch haben. Obwohl, da könnten wir super eine Futterstelle hinmachen. Ach, die wollen aber die runden. Zack. Dann können die da futtern. Guck mal, der steht jetzt im Boden. Finde ich auch schön. Achso, und ich wollte ja noch eine kleine Wasserstelle auch dahin machen, ne? Dann versuche ich mal kurz, hier noch ein bisschen runter zu drücken.
Nur so ein bisschen. Dann schauen wir mal, was passiert. Okay, ist noch nicht tief genug. Wie lange machst du heute? Weiß ich noch nicht. Also nicht mehr ganz so lang. Aber ich will noch kurz das hier fertig machen. Ja, warum denn? Ist doch ein super tolles Loch hier. Findet ihr nicht? Also, ich werde hier nach Strich und Faden verarscht. Schweine, die sind schon süß, ja voll. Ich finde die auch wirklich süß. Aber das Gehege bereitet mir viel Ärger. Ich sag's, wie es ist. Können wir mal ein bisschen aufrauen hier, ne? So ein bisschen. So, jetzt aber, komm. Nee. Das ist, also... Da ist doch ein super tolles, eine super tolle Kuhle. Dann machen wir die Kuhle halt noch größer. Ja, das ist doch ein Witz. Dann wird es halt jetzt wirklich nur so ein Wasserloch. Ja, aber das ist doch auch kacke. Mann! Li, Hallöchen, herzlich willkommen hier. Schön, dass du da bist. Tolles Loch, danke. Hab eine Frage. Spielt jemand Planet Zoo auf der PlayStation 5? Wie ist da die Steuerung? Will es mir holen? Bin mir nur unsicher wegen der Steuerung. Ich glaube, wir haben ein paar Leute in der Community, die das auf der Konsole spielen. Ich weiß nur nicht, ob die jetzt da sind. Ich stelle es mir schon relativ schwierig vor, also zumindest so bei Weg und Barriere und so, weil das halt am PC schon einfach nur belastend ist. Aber ansonsten macht das bestimmt Spaß. Funktioniert sehr gut, ja cool. Folgt bei Instagram dem Eibenshof und die haben Schweinis aus einer Mastanlage gerettet und die Stories von denen jeden Tag zu sehen, wie glücklich die da sind, erfreut mein Herz. Ach, wie schön, das klingt toll. Gewöhnungsbedürftig, aber gut. Man muss sich kurz an die Steuerung gewöhnen, aber funktioniert eigentlich sehr gut. Ja, guck mal, da hast du ja schon viel Feedback. Ja, nee, finde ich doof. Finde ich ganz doof. Ich verstehe das nicht, warum der nicht noch einen Ticken höher kann, wegen dieser Ecke hier. Aber weißt du, dann ist das wieder gleich zu steil für die. Ich wollte ja eigentlich nur, dass es so ein kleines Löchli wird. Das finde ich richtig doof. Guck mal, ich kann das jetzt nicht mal mehr runterdrücken. Ja, das ist dann halt auch wieder das Problem, ob da zu steil ist. Und ja, könnte vielleicht auch an der Barriere liegen. Das ist vielleicht auch noch ein Plan. Dann versuchen wir das Löchli noch ein bisschen hier rüber zu schieben. Dann machen wir das Loch hier hin. Kein Problem für mich. Ich bin da flexibel, wisst ihr? Ich bin da flexibel. Ganz im Gegensatz zum Spiel. Das sagt so, nee. So nicht. Aus Infinity. So. Ja, ist doch auch kacke. Egal. Dann haben die da jetzt halt so ein Wasserloch. Da kommen jetzt noch so Steine drumrum und dann ist das schön. Nee. Und das auch nicht. Weil hier müssten die ja reinkommen. Das müsste passen. Von der Steiligkeit. Steine machen alles besser. So ist es. Aber irgendwie will ich gar nicht die, sondern die Wüstenfelsen. Düdel, düdel, düdel. So.
brauchen wir jetzt noch so ein bisschen Busch. Aber da müssen wir jetzt erstmal gucken, was die kleinen Stinker mögen. Weil diesen Busch finden sie ja anscheinend schon richtig beschissen. Dann schieben wir den vielleicht schon mal ein bisschen raus, dass der die nicht beeinträchtigt. Dann ist das Leben schon viel besser, oder? Ja, guck mal. So. Gras mögen die, das ist doch schon mal eine gute Sache. Super. Dann kommt hier so ein bisschen Gras hin. Ach Mann, schön. Nicht, das ist, ach so, ich habe Wüste. Ich dachte gerade, hä? Als ob das alles ist, was die mögen. Ich wollte gerade Stress anfangen mit denen. Ich wollte die gerade schon wieder rausschmeißen. War aber meine eigene Schuld. Tut mir leid. Och, die mögen den Elefantenbaum. Ja, super. Ja, dann wird der jetzt überall hingekloppt. Ja, das tut mir jetzt schon leid, dass dahinter... Oh nee, ich kann ja den kleinen... Tut mir leid, ich wollte ihn gerade im Busch verschlingen. Aber... Hab mich nochmal besonnen. Ja, toll. Ist ja jetzt richtig viel von der Pfütze über, ne? Wow. Egal. So, und dann kommt hier noch so ein Elefantenbaum richtig hin. Ich hoffe, den klettern die nicht jetzt plötzlich hoch. Emmy, Hallöchen. Wie geht's? Sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Guten Tag. Grüß dich. So. So, mögt ihr jetzt denn auch so ein bisschen Grundnessel? Nee. So ein bisschen, ja, sowas. Das ist immer so klein. Okay, ja, das. Mais mögen sie. Okay. Mammutblatt, den mag ich auch, aber das finde ich nicht so afrikanisch, muss ich sagen. Die finde ich auch gut, aber die hat jetzt ein falsches Grün. Leute, das geht nicht. Trockenes Kängurugras. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und dann kommt hier in die Ecke noch so ein bisschen Gestrüpp davon. Und so ein bisschen Gestrüpp hier, Gestrüpp da. So, wir brauchen noch ein paar Steine. So. Leute, es wird. Es wird. Ich meine, du kannst in den Bäumen auswählen, ob die Tiere dann hochklettern. Ja, es war ein Joke. Also, wenn Schweine jetzt die Bäume hochklettern, also dann haben sie es sich auch verdient. Dann sollen sie das meinetwegen machen. Ne? Dann sollen die da klettern, was der Teufel hält. Oder wie man das sagt. Weil, also, nee. Dann kündige ich. Ach, die mögen auch die Schirmakazie. Mhm, ja. Nee, sorry, der Baum ist es nicht. Die Tamarinde nehme ich euch wieder weg. Es tut mir sehr leid, da seid ihr jetzt wahrscheinlich sehr traurig drüber. Aber die ist hässlich. Gefeuert wegen hässlich. Mittlerweile habe ich sogar Lieblingssteinform. Ja, same. Same, same. Ja, guck mal. Och, sind die glücklich. Ah. Ja, hä? Was, also, hä? Was ist das denn jetzt hier für eine Verarsche? Was soll das denn? Den ist das zu viel Busch. I believe I spider. Guck mal, jetzt sind die glücklich. Sag mal, ich mache euch hier so ein richtig schönes Paradise und ihr so, das ist mir so wie Natur. Sag mal, ich will nicht noch mehr löschen. Ja, das nimmt nichts weg. Ja, dann kann das ja auch bleiben. Ja, dann geht halt ein Baum noch. Ja.
Ja, guckt sie direkt doof aus. Ohne das Gestrüpp da hinten. Mach das Gestrüpp viel. Warte. Ja, schon ein bisschen. Na gut. Ich werde hier... Guck mal, das geht überhaupt nicht. Hier ist... Oh, doch. Okay. Nein. Gut, dann machen wir hier jetzt kurzen Prozess. Nee, stopp. Du bleibst, wo du bist. Hände hoch oder ich schieße. Eine Memo von Luki. Okay, wir müssen Luki Rettungsmission machen. Ist ja einfach perfekter Zeitpunkt. Aber wir müssen erst hier die Schweine einsperren. Warte, wir machen das erst tiefer. Und dann machen wir das höher. So. Und jetzt müsste es passen. Einfach nur witzig, wenn man beide Streams guckt. Ja, also ich erkläre euch sofort. Warte, ich muss nur kurz gucken, ob die Schweine jetzt... Lass es. Ja, ja. Ja, 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 ja. Guck mal, wie sie rannten. Wie sie rannten und dachten, da ist unser Ausgang. Lass es. Deine Sau. Okay. Ja, we did it. So nämlich. Perfekter Zeitpunkt. Schweine happy, ich bin happy. Wir alle sind happy. Die können sogar auch so ein bisschen in das Wasserloch rein. Denn wir müssen jetzt ganz kurz den Luki retten gehen. Deswegen, also es war jetzt perfekter Zeitpunkt. Ich wollte bis 2 Uhr streamen. Wir haben Punkt 2 Uhr. Also einfach traumhaft. Danke für den schönen Stream, ihr Lieben. Es hat mir wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Danke für die schönen Gespräche. Und Marcel, danke noch für deinen Zap im 39. Monat. Wie habe ich das denn übersehen? Schön, dass du da warst. Also, ne, weil ich jetzt gehe. vielen, vielen Dank für die 39 Monate. Also, es hat mir super viel Spaß gemacht, ihr Lieben. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns ja morgen auch schon wieder. YouTube, macht's gut erstmal, ne? Tschüss.